Ja, da sind wir auch schon für das letzte Spiel, glaube ich, von Pensioner, oder? Ja, das ist das letzte Spiel, tatsächlich, der letzte Spieltag. Und heute geht es nochmal um alles. Also holst du das 2-0, bist du aufgestiegen, holst du es nicht, bist du nicht aufgestiegen. 1-1 reicht ihnen auch nicht. Also entweder alles oder gar nichts. Und ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, ob die Pensioniere das Ganze hier dann auch unter Beweis stellen können. Jonas, zu leise wird gerade gesagt, dann helfe ich doch und mach seine engelsgleiche Stimme direkt etwas lauter. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, schauen wir, ob es jetzt besser ist. Ah ne, ich habe dich schon nie random gekillt, also. Aber ja, es wird sich auch schon in großer Fabs-Manier darüber aufgeregt, dass die Gegner ja einen gebotteten Account haben. Ah, ist natürlich eine Leistung. Hm? Aber ja. Hoffen wir mal auf das Beste. Lobby ist sich auch schon langsam am Füllen. Und was kannst du denn heute an diesem Spieltag von den Pensioners, von unseren Rentnern hier erwarten? Ja, ich denke mal, also man weiß natürlich nicht, in welche Elo man sich da tatsächlich bewegt bei dem einen oder anderen Spielern. Aber ja, wir haben auf jeden Fall zwei ehemalige Master-Spieler drin. Also Elo-wise hat man, denke ich mal, ein bisschen das Nachsehen. Aber ja, wenn man das ordentlich hier zusammen ausspielt und dann halt auch einfach vielleicht einen Komfort reindraftet, hat man definitiv eine Chance, hier was zu reißen. Aber du bist doch gar nicht in der Lobby drin. Ich bin nicht in der Lobby drin, das ist korrekt. Dann schreib schon kurz, dass du fehlst. Es soll schon, sollte schon drin sein, dass du da noch reinkommen kannst. Wunderbar, wunderbar. Du bist drin, Jonas. Ich bin nicht drin in der Lobby. Lol, hä? Client Bug. My bad. War fein. So, bin drin. Hab's. Ja, perfekt. Dann haben wir der erste wird auch umstanden, ne? So, wait, aber Lemon Drop spielt für einen Ruhepol. guten, ja, Ruhepol. Also man ist hier nicht ganz im Main Roster drin. Schauen wir mal, was der Lemon Drop da tatsächlich Ja. dann auch der Bot den fabriziert, zusammen mit Fast Shoot. Der Das ist Fabs auf jeden Fall interessant. auch noch unrankt, der Gute. Muss man Ja. jetzt mal kurz anmerken, er hat anscheinend noch keinen Rank gespielt. Ist auch besser so. Also, to be honest, Aber wird der definitiv vergriffen. Stealth, Gold 3, ist geklemmt anscheinend durch den Season-Start. Ja, Tanks sind wieder im Kommen, sagt er. Ja, und Ruven auch ja bekannterweise jetzt im letzten Tag Platin geklimmt. Da wird jetzt auch wieder mal ein bisschen mehr Druck wahrscheinlich auf ihm sein. Jetzt erwartet man da schon ein bisschen mehr von ihm. Ja, aber wir können ja schon mal so ein bisschen Richtung Draft schauen, würde ich mal sagen. So Champions, die maybe contested sein könnten, sehen wir tatsächlich gar nicht so viel. Ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass ein Level 38 Silber-Account, also Silber-Account drin ist. Aber ansonsten, ja, haben wir sowas wie Senna, ist nicht wirklich contested. Das Einzige, wo man maybe sagen kann, okay, da ist wirklich Contest da, ganz einfach der Nocturne sein. Ist aber natürlich die Frage, wie hoch beide Teams da die Prio draufsetzen. Aber ja, ansonsten sehen wir eigentlich, denke ich mal, relativ viel Auswahlmöglichkeiten und dass man auch jetzt nicht wirklich unbedingt was securen möchte. Das kann Na. ich, hast du mitbekommen, wer Blue Side wollte? AS Ah, hat Blue Side. er wollte Blue Side nehmen. Okay, das heißt, man hat anscheinend doch einen Pick, den man haben möchte. Aber ja, wenn nicht wirklich was contested ist, ist natürlich Red Side immer relativ schmackhaft, weil du dann einfach Counterpicks nimmst und sowieso jetzt nichts hast, was dir wahrscheinlich weggepickt wird. Na, was definitiv, denke ich, ein contesteter Pick ist, wird die Kaiser sein. Ist ja momentan eigentlich mit Das Abstand der beste AD kann gut sein, Carry. ja. Wird von Fast Shoot und von Reborn gespielt. Stimmt, actually. Und ja, ich Also ein denke mal, paar dass gar nicht das mehr zur ein Zeit. sehr contesteter Pick sein wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass auf der Seite von unseren Rentnern hier ein Bann auf die Kaiser genommen wird. Den kann man definitiv ziehen. Also ist auf jeden Fall worth. Wenn man den Okay, und wir mitnimmt. kommen zur Pick-Bann. Funktioniert das Tool? Du Natürlich musst aufs. nicht. Weißt du, wie Was? du das fixt? Weißt du, wie Nein? du das fixt? Nein? Du gehst auf das Tool, gehst auf den Link. Oder machst du es so? Ich kann das jetzt gleich, wir können uns einfach kurz zwischen den Games erklären. Oder nach den Games. Wo ist denn der Link? Also nein, also gehst quasi auf die Quelle, also Einstellung, und dann ist da ja der Quellbrowser, also machst du einmal kurz einen Buchstaben weg.
machst das wieder rein, dann aktualisiert sich das und dann könnte das wieder funktionieren. Ja, aber egal, wir sind aber jetzt ja hier mit dem kleinen Pick- und Bann-Phase. Ornn gegen Flora ausgenommen, den guten Stealth, der Ornn Tank-Konnoisseur, man kennt ihn. Und ja, dann noch ein Syndra-Bann. Syndra ja momentan auch wieder immer noch ziemlich stark. Und ja, man entscheidet sich noch für einen Amumu-Bann auf der Seite von AS. Hat der gute Yagumani dann doch das ein oder andere Mal in den letzten Tagen jetzt gespielt, auch relativ erfolgreich. Und ist immer ja sehr nervig, bietet gut Setup, hat gutes Ganking, einfach viel CC, was er mitbringt. Also ja, denke ich mal, ein solider Bann. Bin noch gespannt, ob man vielleicht die Senna rausnimmt noch. Haben den Ars Moxes sehr stark auf dem, aber man entscheidet sich hier für den Nocturne-Bann. Nocturne, mit dem Bann hat man sich auch ein bisschen ins eigene Knie geschossen, meiner Meinung nach. Und Yaku spielt ja recht gerne den Champion. Ja, aber er hat natürlich auch ein paar Ausweichmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Urgott, ne? Ja, auf jeden Fall. Also. Urgott ist gefürchtet von ihm, aber meistens eher fürs eigene Team. Mhm. Ja, Urgott into Sejuani, auch insane, habe ich gehört. Ja, aber man entscheidet sich für Sejuani als First Pick. Finde ich okay. Finde ich interessant erstmal. Kaiser, also hätte man definitiv eher picken können. Ja, und geht jetzt hier für den Trundle? Trundle mit. Guter Counterpick an der Stelle schon mal. Ja. Und ja, nimmt sich die Kaiser. Ja. Free Champ. I guess, erstmal den stärksten ADC des Patches gesichert. Ist in der Solo-Kia auch ziemlich oft gebannt. Also wirklich, wenn ich nicht First Pick bin, ist sie immer weg. Ja. Also die ersten drei Picks, wenn die Kaiser jetzt hier durchgeht, gehen auf jeden Fall schon mal an die Pensionäre. Ja, Seju ist jetzt zurzeit nicht wirklich so ultra strong, dass du sie first pickst. Nein. Man geht doch auf die Zarya. Nein. Sehr interessant. Oh. Da kommt der Kaiser Insta-Locker auf der anderen Seite, als hätten wir es vorausgesagt. Aber ja. Reiner Caster-Kurs, denke ich schon mal an der Stelle. Aber warum tut er das? Also, ja, klar, Ruven ist Xayah-Konnoisseur, beziehungsweise ist der Champion, auf dem er sich am wohlsten fühlt. Aber Kaiser ist einfach so viel stärker zurzeit. Aber ja, sind wir mal gespannt. Let him cook, I guess. We let him cook, wäre gut. Ja. I don't know. Man pickt jetzt noch den Cyan dazu auf 3. Ja, okay. Man will hier Stealth einfach auf einen Comfort-Pick setzen und mit dem Sion. Sie haben ja auch immer noch ein sehr, sehr guter Tank. Deswegen würde ich mal behaupten, solider Pick. Er wird auf der Toplane wahrscheinlich nicht so viel machen können, oder? Was war denn der gegnerische Topliner von der Elo her erstmal? Der gute Toplaner ist natürlich die Frage, wer von den Guten das ist. Ich gehe jetzt mal aber davon aus, dass es AS besser als du ist und das ist ein Silber 38-Account. Ah, das ist der Botted-Account, okay. Ja, dann werden wir mal sehen, was passieren wird. Man nimmt jetzt hier schon mal einen Yone und die Camille raus von den Rentnern. Einfach, weil es sehr, sehr ekelhafte Matchups für den Sion sind. Und ja, auf der anderen Seite wird Rakan und Mili rausgenommen. Sehr, sehr starke Champions momentan. Entscheidet sich für den Braum, der eine sehr gute Antwort auf den Nautilus ist. Kann er eigentlich gar nicht mehr reinhucken. Diese Interaktion mit, der, mit dem gleichen Prison von der Sejuani. Wenn die ins Schild schmeißt, wird wahrscheinlich eher gestunt. Ja, wird dann Braum gestunt, ja. Ja, okay. So, bin ich mal gespannt, was man sich jetzt hier noch dazu nimmt. Brauchst jetzt noch... Ivan, ist es die Sejuani Toplane oder ist es ein Lane-Ivan? Es kann ein Ivan Toplane sein, weil du sagst, okay, das Sion bedroht man Ivan. Es kann auch ein Ivan Support sein und Nautilus Mitte mit einer Kassier Toplane. Das wäre ganz wild. Das wäre ganz wild. Aber ich denke mal, der Reflex ist da zwischen Sage und Ivan einfach. Und Ivan sollte gegen Sion einfach komplett piss-free lane dürfen. Ja, aber die Cassio Player ja auch. Die Cassio sowieso. Deswegen denke ich, das könnte eventuell eine Cassio Toplane sein, ja. Du kannst auch einen Ivan in die Mitte stellen. Es ist beides hier möglich, beziehungsweise ist alles hier irgendwie möglich. Jetzt hast du natürlich so ein bisschen den Punkt, so, ja, Engage hast du sehr, sehr stark auf Seiten von AS. Aber du hast eigentlich auch alles dafür, um zu sagen, gut, kommt hier mal rein, wir schauen mal, was passiert. Es wird aber sehr, sehr, ja, fragwürdig, wenn man selber mal engagen wollen würde. Beide Teams haben auf jeden Fall irgendwo so ihre, sag ich mal, Stärken, Schwächen. Weiß aber nicht. Also, wo siehst du jetzt mehr so den Draft gewonnen? Also, ich finde es sogar relativ even, to be honest. Naja, wenn man in klassische Front-to-Back-Fights gerät, würde ich behaupten, sind die Pensioniers hier sehr, sehr weit vorne.
weil sie eine sehr, sehr klassische Front-to-Back-Comp haben mit Nazaya, den Braum als gute Frontline, Trundle und Zion auch noch, haben Zone-Control mit dem Victor. Und ja, die Trundle-Ult, da kriegt man auch sehr, sehr schnell so eine Sejuani oder Nautilus down, wenn sie da in das Team rein engagen. Auf der anderen Seite hat man aber auch mit Sejuani, Nautilus, Kaiser besonders eine sehr, sehr starke Catch-Möglichkeit, um ja wieder einzelne Leute rauszunehmen, wenn jemand out of position ist oder mal einen Schritt zu weit nach vorne geht und das Team nicht schnell genug reagieren kann, haben sie schon auch großes Potenzial. Außerdem mit dem Ivan gute Protection-Möglichkeiten für die Kaiserpeier und die Kaiser, um da einfach noch mehr Schaden zu ermöglichen. Das Schild pockt ja meines Wissens nach immer noch doppelt. Das heißt, wenn sie nicht angegangen wird, wenn es keinen Gegner trifft, ist immer noch so, dass das Schild einfach refreshed wird. Was meiner Meinung nach ziemlich broken ist, aber. Mhm. Kaiser Öl, einfach ein Schild drauf. Let's go. Kann einfach mehr Schild haben als Health. Ja, es wird auf jeden Fall schwer, viel Damage auf die Carries zu machen, wenn man nicht durch die Frontline durchkommt. Gerade mit, was aber gerade mit dem Trundle eine Möglichkeit sein sollte. Ja, also du hast auf jeden Fall mit Trundle, denke ich mal, einfach gut was dagegen, um durch die Seju, Nautilus und später natürlich auch Daisy dann ab einem gewissen Zeitpunkt durchzukommen. Wenn wir wirklich Late Game Daisy haben, die ist ja auch schon sehr gut tanky, vor allem wenn sie dann noch Schilde bekommt von Ivan. Also du hast effektiv, ja, so zweieinhalb, sag ich mal, Frontliner. Hast du auch mit Victor, der hier hundertprozentig auf die andere gehen muss, auf jeden Fall auch guten Damage, guten DPS gegen die Frontline. Und mit Trundle hast du natürlich den Go-To-Champ, wenn du irgendwie durch was Tankies durch möchtest. Der drückt einfach Ulti auf einen von beiden. Wahrscheinlich auf die Seju, die dann, denke ich mal, doch tankier werden sollte als der Nautilus. Einfach weil Jungle gegen Support ist. Und dann kommst du da, denke ich mal, durch. Und wie du schon gesagt hast, man muss eigentlich auf Seiten von der S engagen. Und ja, Front-to-Back sind beide Teams gut aufgestellt. Man hat aber vielleicht dann doch ein bisschen mehr die Möglichkeit, auf Seiten von den Pensionieren das Ganze dann ordentlich auszuspielen, einfach da man den DPDS noch mitbringt. Mit Xayah relativ safe ist, auf jeden Fall. Du hast nochmal die Ulti, womit du irgendwas dodgen kannst. Ja, wird aber sehr, sehr interessant, die Teamfights, wie man die ausspielt. Mhm. Auf der einen Seite hast du ein bisschen mehr Engage, auf der anderen Seite hast du ein bisschen mehr Disengage. Also da gibt es dann vielleicht schon so eine ungefähre Richtung an, wie man die Fights hier spielt. Aber overall werden die Fights, ja, denke ich mal, sehr, sehr intens werden und auf jeden Fall auch auf Augenhöhe. Ne? Je nachdem, wer da ein bisschen mehr Gold in der Tasche hat. Aber spielbar ist es auf jeden Fall in beide Richtungen. Ja, es wird, hat auf jeden Fall Potenzial, ein sehr, sehr spannendes Spiel zu werden. Und eine Sache muss ich gerade noch mal kurz anmerken. Meinst du, wir werden eine Situation erleben, wo der Zion gegen den Trundle-Pillar läuft und damit die Ult abbricht? Oh, das wäre natürlich, also das wäre ein maximaler Tilter, bin ich ehrlich. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, ne, für unsere guten Rentner. Allerdings natürlich, wenn man nicht mehr ganz so schnell mit den Händen ist, kann es, denke ich mal, das ein oder andere Mal passieren. Aber hoffen wir einfach mal, dass Yaku da ein bisschen mitdenkt, auch für Flo. Und ja, den Pillar dann nicht unbedingt in sein Gesicht reinstellt. Ja, optimal wäre es natürlich, wenn man da irgendwie schafft, die Kaiser oder die Cassiopeia mit in die Ult zu blocken. Aber wir werden es sehen. Was man noch kurz anmerken sollte, das Miasma in dem Game nicht so viel Value tatsächlich. Ja. Da nicht wirklich viele Dashes auf der Seite von den Pensioners anwesend sind. Ich glaube sogar fast gar keine, oder? Mit dem Braum hast du ja. Ah ja, schon, ja, also Braum. Den Jump. Den Braum Jump. Ja, ja. Ja. Das war's dann aber auch. Ansonsten, wenn irgendjemand springt, ist er nicht targetable. Oder sie springen halt nicht, sondern rennt einfach auf dich drauf. Gibt's dann auch. Aber ja, auf der anderen Seite hast du natürlich so ein bisschen mehr Beweglichkeit drin. Du bist nicht ganz so ja, auf der Stelle festgewachsen. Aber das sollte trotzdem, denke ich mal, fein sein. Sehr, sehr gespannt. Also, wo man auf jeden Fall drauf schauen muss, sollte, sind Botlane Mitte. Das wird hier sehr, sehr interessant werden. Wer jeweils gewinnt, ja, ein Bild. Ich habe schon Black Screen. Vielleicht kann wir direkt eine Pause rein, deswegen habe ich jetzt mal noch die Time Controls offen, damit man da eventuell. Ja. Ah, jetzt sieht's doch gut aus. Einmal komplett vorspulen und dann sind wir auch am Start. 5, 6, 7. Ja, 8. Das passt doch perfekt. Wunderbar. Das nehmen wir mit. Und ja, das Game Nummer 1 hier auf dem Innsport-Kanal. AS Arctic Spirit gegen die Pensioners von Innsport. Spiel um den Aufstieg für uns. Wir hoffen, dass es eine geile Partie wird. Ja. Also du musst auf jeden Fall gleich schon mal Dominanz zeigen. Musst hier das erste Game mitnehmen.
um auch noch eine Möglichkeit zu haben im Game 2. Also ja, du musst hier definitiv performen von Minute 1 an. Oh, das Deck gefällt mir. Er hat Angst vor der Godless Invade. Ja, ja. Ja gut, kann man halt natürlich machen. Ich weiß gar nicht, ich schaue nochmal kurz parallel tatsächlich auf die Tabelle drauf. Für AS. Ja, für AS geht es tatsächlich auch noch was. Also Platz 2 gegen Platz 3 ist es ja. Ah. Ja, also wer hier quasi gewinnt, also wenn AS ein Game holt, wissen sie, hey, wir sind safe drin. Pensioniere müssen 2 Games holen. Ja, also beide Teams hier auf jeden Fall komplett am Schwitzen, hoffentlich. Ja, das hoffen wir doch. Ich wollte gerade sagen, ja, man sieht auf der Seite von Arctic Spirit wird nicht geleasht, das ist mir angefallen, Wade, die haben einen Ivern. Ja, das ist clever, tatsächlich. Naja, Jakku bekommt sein Leash von Stealth, der die Lane damit ein bisschen behind anfangen wird, da er nicht direkt zu den Minions kommen kann. Ja, aber ich denke mal, Tanking Tank ist fein, es ist auch klar, dass der Trundle nicht hochpuffen wird. Wobei natürlich, du kannst Level 3 Gang theoretisch machen, einfach mit der Pille. Aber ja, machen solltest du es nicht. Was auch interessant wird, wo ich drauf gespannt bin, ob man sich mit dem Trundle dazu auch entscheidet, einfach mal beim Ivan im Jungle Hallo zu sagen. Was du nämlich definitiv kannst auf jeden Fall. Weil wenn der Trundle einfach mal so einen kleinen Happen in den Baum reinsetzt, kann er den komplett runterrennen. Da hast du nicht wirklich viel Spaß. Mhm. Was mich gerade ein bisschen überrascht beim Anschauen der Runen, ist, dass die Kaiser sich hier für Hail of Blades entschieden hat, was normalerweise die Rune ist, die du mitnehmen willst, wenn du komplett für die Lane spielen willst, was halt bei dieser Lane sehr, sehr schwer wird, gegen diesen Braum, der eigentlich den kompletten Engage verhindert hier. Ja, vor allem ab Level 6 wird da eigentlich unten, sofern du da nicht hart intest, auf Seiten von Pensionieren oder schon so behind bist, nicht mehr wirklich was passieren, also du solltest einfach keine Kill-Pressure mehr haben. Außer der Overextend ist natürlich krass, kriegst einen schönen Gank rein, ist natürlich noch immer so die Möglichkeit. Aber aus eigener Kraft im 2v2 bist du eigentlich recht safe. Also, ja. Aber man wird sich auf jeden Fall was bei den Runen gedacht haben. Vielleicht auch einfach so ein Comfort-Ding, wo man sagt, hey, Hail of Blade spiele ich immer, da fühle ich mich drauf fein. Aber der erste Hook connected hier schon mal auf Farshoot, allerdings schafft man hier den besseren Trade. Ja, da sieht man genau, was ich gemeint habe. Hook sitzt und dann ist sofort Lemon Drop hier mit dem Schild vorne dran. Man kriegt keinen Damage mehr auf Fast Shoot drauf und da gewinnt man einfach den Trade damit. Oh, der hat ein Waffel-Schild, ne? Das ist ja insane. Ja. Schmeckt gut, ne? Game, schon gut. So, jetzt bahnt sich hier wahrscheinlich erst Botlane-Play vielleicht an. Ne, bahnt er sich nicht. Also man geht hier einfach ganz entspannt Base, gibt hier die erste Skuttle auf jeden Fall ab. Ja, also ja. Entspannt der erste Tier. Ja, da kann er am Anfang noch nicht wirklich, wenn sie beide auf der gleichen Seite sind, Jakku ja, oder Pep. da kann man, ja, da sollten sie nicht fighten, gerade wenn die Botlane so reingepusht ist und Midlane auch den schnelleren Move an sich hat. Ja, aber ansonsten, ja, relativ entspannt eigentlich auf jeder Lane, man sieht hier so ein bisschen getrade, aber nicht wirklich viel. Man stackt sich hier fröhlich munter hoch, farmt sich seine Minions, auch keiner jetzt irgendwie einen drastischen CS-Lead. Hast Top-Lane, hast du einen feinen Lead, Jungle hast du ein bisschen CS-Up. Botlane tatsächlich auch, also überall so einen kleinen 2, 3, 4 Minions, die man mehr gehittet hat. Aber wenn wir jetzt sagen, ja gut, bis Minute 20 bleibt das einfach so, dass hier nichts passiert. Wen siehst du denn so langsam weiter vorne? Weil erstmal warten wir den Top-Lane-Gank ab. Schöner Flash von Stealth, Flash von Pep-User. Connected allerdings hier mit der Q und das sollte das First Blood sein für den Ivan hier. Sehr, sehr schön mit der Flash Q hinterher, trifft den Root und damit, ja, auch der erste Kill. Ja, da hat man ein bisschen nicht respektiert, dass der Sejuani Damage auf dem Early Level sehr, sehr gefährlich werden kann und vor allem auch noch Ivan gut Damage dazu hat. Ja, das Ignite von der Sejuani natürlich auch nicht zu überschätzen noch dabei. Dann jetzt hier schöner Damage schon mal auf Lemon Drop. Also da hat man jetzt dann tatsächlich doch einen sehr schönen Trade gefunden. Fährt ja relativ low. Aber ja, ist natürlich auch jetzt für den Ivan sehr, sehr schön. Also je schneller der an sein erstes Item kommt, umso besser. Weil ab da bist du dann doch relativ safe. Auch was den Blades angeht. Wo du einfach schon gut was mitbringst. Und die Scaling-Frage, um nochmal zurückzukommen, ist, glaube ich, recht schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein.
Auf der einen Seite hast du den Sion, der unendlich HP-Scaling hat, und den Viktor, der sehr, sehr gut scaled. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine Cassiopeia und eine Kaiser. Wobei die Kaiser im Early-Mid-Game würde ich ihre Stärke ansiedeln, aber im Late-Game ist sie immer noch ein Monster. Klassischer ADC. Das ist natürlich auch gut. Und jetzt erstmal hier der Flash connected. Dann tatsächlich auf Lemon Drop hier der Hook. Also komplett illegal. Ja, aber ja, Nautilus Hook Range ist natürlich, beziehungsweise Hitbox, immer ein sehr spaßiges Ding. Ich hab den eigentlich daneben gesehen, beziehungsweise auf die Xayah hitten. Die flasht natürlich das Ganze. Dadurch dann Lemon Drop, der ihn hier das Zeitliche segnet. Und somit dann auch der erste Kill für den Nautilus. Also haben wir so ein bisschen Glück gehabt, dass der Kill hier nicht auf die Kasse gegangen ist. Ja, da hat man einfach vergessen, dass es einen Jungler gibt anscheinend, der auch Botlane parfen kann. Hat keine Vision da und ja, hat es einfach nicht respektiert, dass man keine Info hatte, wo sich Ivan auffällt, nachdem er Toplane den Kill bekommen hat. Sollte eigentlich klar sein, dass er irgendwie Richtung Botlane langsamer kommt. Aber ja, hat man wohl nicht dran gedacht und das war dann der erste Kill. Ja, Yaku hier schon mal am Drachen zugange. Sollte er sich hier easy einverleiben können. Ivan noch oben am Camps clean, ist auch immer noch ein bisschen behind, also man verliert gar nicht so viel an Timing. Ja, auf jeden Fall, Captain Drake ist fein. Sollte man ein bisschen aufpassen tatsächlich. Der macht ja nochmal guten Damage. Jaku kloppt alleine den Drake um. Wir lieben es. Ah, kriegt ihr noch. Nur ein oder anderen Jungler muss man mit Chemtech aufpassen. Jetzt bahnt sich hier aber der 3-Mann-Top-End-Gank an. Also da hast du ja absolut gar keinen Bock mehr als Stealth. Ja, man kriegt ja schon mal die E drauf. Root connected. Der Hook durch die Minions durch. Stark, der ist drauf. Und das ist der Kill für die Sejuani. Stealth hat hier absolut keine Chance, irgendwie rauszukommen. Und muss leider hier wieder sein Leben lassen. Allerdings, zuerst weiß ist er ab, also gar nicht mal so schlimm, aber zweimal hat man hier schon den grauen Bildschirm erleben müssen. Ja, und dann ist es einfach wieder passiert. Man hatte keine Info, wo der Jungler ist. Wirklich, man hat keine Wards im Jungle, man hat keine Wards, um sich abzusichern. Und da kommt noch ein schöner Roam von Muxis mit, oder Moxis. Und ja, da kannst du Stealth wenig dagegen machen. Ja, da machst du absolut gar nichts mehr. Aber viel zu viel CC, den die drei da mitbringen. Da muss man aufpassen, jetzt kann man vielleicht hier Botlane für was gehen. Es hätte mir vielleicht auch gefallen, wenn du da ein bisschen earlier dann einfach in dem Moment, wo du den Nautilus oben siehst, einfach mal komplett Helm unten gehst. Aber ja, ja das, muss das Ganze hier, auch die Wave vor allen Dingen, die nicht gerade klein ist. Ja, man sieht gerade auch, die Kaiser geht dieses neue Bild, dieses Drakter Muramana Bild. Das habe ich im Westen auch noch nicht ausprobiert. Bin jetzt mal gespannt, wie sich das, wie das aussehen wird. Also ich habe schon zweimal meine Games gehabt, einmal 0-8 glaube ich und einmal irgendwie 25-3 oder so, also kann in beide Richtungen anscheinend gehen. Hoffen wir mal, dass es L08 Richtung geht für die Pensioniers hier. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Lemon Drop hat jetzt hier doch sein Schild wieder gehoben. Muss jetzt aufpassen, dass er da nicht engaged wird, weil es ja das Tool ist, das ihn hier die Lane retten soll. Ja, jetzt beide Seiten Level 6 jeweils gehittet. Und ja, was ich aber trotzdem noch gut finde, so du bist jetzt hier 1000 Gold behind, gut bei 3 Kills, hast aber einen Drake. Und ich glaube auch einfach Drake-Stacking, da solltest du hier reingehen. Das ist so ein bisschen dein Go-To, was du vielleicht versuchen solltest. Aber Jaku sollte definitiv sich von dem Gedanken verabschieden, hier irgendwie diesen Herald-Contest zu wollen. Weil das wäre nach hinten losgegangen. Hook müsste auch unten. Und somit Early Objectives 1-1. Kann so ein bisschen den Gold-Deed natürlich auch ausbauen. Bin mal gespannt, wo der dann tatsächlich hingehen wird. Ob man weiter dabei bleibt, dass man Toplane hier bespielt oder dann tatsächlich sich für die Kaiser entscheidet. Ja, ich denke mal, dass man auch langsam Lead auf die Kaiser bringen will. Sollte jetzt nicht allzu hart sein. Nein, nur 100 Gold vor Fast Shoot. Jetzt hat der so ziemlich ganze Gold-Lead auf dem Ivan. Ja, das ist natürlich jetzt so gut, weil es die Survivability von den Champions steigert. Genau. Hook in die Wand. Aber sonst bringt es halt einem nicht sonderlich viel, ne? Ja, so viel bringt sie an sich nicht. Und der Hook komplett illegal hittet hier. Allerdings schafft man das schon rauszuziehen. Kommt, passt hier irgendwie nochmal raus.
Ulti wird gezündet. Das ist dann sehr schön, der Ulti von Kaiser. Und kommt man da noch irgendwie ran? Nein, die Schilde Jaku sind von einfach viel zu hoch. Jaku ist da. Kann er hier noch irgendwas machen? Daisy prügelt fröhlich noch ein. Und noch mehr Schilde. Es sind einfach zu viele Schilde auf der Botlane. Und das ist doch komplett illegal, dass man hier überhaupt noch rauskommt. Noch ein Schild. Und noch ein Schild. Saved hier komplett Reborn auf der Kaiser hier. Und der kommt da einfach noch raus. Also das... Nee. Dass der das überleben darf, ist einfach nicht in Ordnung. Der hätte hier schon mindestens dreimal eigentlich ins Gras beißen müssen. Kommt da aber noch raus. Steht jetzt 2-0-2 und Botlane ist damit so gut wie dann. Horrible Outcome für die Pensioniere. Sind jetzt fast 4000 Gold behind. Und müssen jetzt definitiv gucken, wie sie das Ganze hier wieder hinbekommen. Ja, da hat jetzt mal, was wir schon im Draft angesprochen haben, mit dem Albert-Schild, da hat er gerade eine ziemlich große Rolle gespielt. Kaiser damit, glaube ich, zweimal überlebt, dass das Schild, dreimal überlebt, dass das Schild neu geprockt ist. Es ist einfach illegal, dass das funktionieren darf, aber es war sehr stark gespielt hier von Pep Abuser mit den Schilden auf die Kaiser drauf. Und der Hook am Anfang auch sehr, sehr gut. Hat man nicht damit gerechnet, dass der connected. Da wird wahrscheinlich auch so ein Watt gefallen sein. War, glaube ich, schon ein kleiner Tilter. Na, der nächste Hook jetzt hier auch auf Farbs und so langsam fällt man auseinander. Geht ja aber aggressiv nach vorne und holt sich ja schon mal die Kaste ab. 1-1, kommt man da jetzt noch irgendwie raus? Nächster Hook Jaku connected, Farbs noch ein bisschen am Leben. Jaku, Mann, ich versuche jetzt hier irgendwie noch ranzukommen. Aber da ist wieder Daisy und Daisy ist für jeden Melee-Champion der absolute Albtraum. Hook connected und das ist der nächste Kill für den Ivan. 4-0-4 steht er jetzt. Und Jaku hat hier nicht den Hauch einer Chance gegen Daisy. Daisy einfach übermächtig. Und damit jetzt 8-1 für AS. Ja, Fabs noch mit dem Flash einen Return-Kill bekommen. Aber ja, was soll man dazu sagen, ne? Man ist zu dritt in der Mitte, ist dann im Endeffekt ein 3v2, spielen es schön runter. Daisy ist absolut insane, was den Schaden angeht. Und ja, einfach gut gespielt. Und demzufolge jetzt auch der nächste Drake, der hier in die Taschen von AS wandern sollte. Ich weiß nicht, was Lemondop da gerade genau macht. Währenddessen fightet man hier unten nochmal die Kaiser, kann die abholen? Also ganz weirde Situation, habe ich gerade nicht ganz genau gesehen, wie das da zustande gekommen ist. Daisy läuft aber auch bald aus und TP, nein, da kommt ein TP. Ah, nächstes TP kommt aber und das ist der Hook hier auf Fabs, da hat man absolut keine Chance, da noch irgendwie rauszukommen. Fahrstuhl nochmal mit einer schönen Ultimate, er kauft aber auch nicht mehr als ein wenig Zeit. Und im Ende dann doch wieder der bessere Trade hier für Arctic Spirits, die sich am Ende hier mit 3-1 plus Hextech Drake aus der Situation rausschleichen können. In ja, das Summe sah jetzt ein bisschen danach aus, als hätte man die Absprache nicht ganz ordentlich gehabt, dass das Team sich uneinig war. Denn Fast Shoot und Fabs sind dann nochmal reingegangen, während dann Stealth und Jaku nochmal einen Schritt nach draußen gegangen sind, was dann den Kollaps auf die beiden Carries sehr, sehr leicht gemacht hat. Ja. Du hast halt diese Front-to-Back-Comp und spielst halt, ja, Backline... Backline also alleine. Back to front, so. ja, ist natürlich sehr, sehr schlecht dann einfach. Du stehst komplett separiert von deinen Tanks und hast einfach keine Chance. Du bist komplett umgerannt. Ja, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Aufgabe hier für die Pensioniere, das Ganze nochmal zu comebacken. Ist jetzt schon mal 5000 Gold behind. Ja, Night Harvester... Ivan war ja auch gerade, als er gebufft wurde, Meta eigentlich. Ne? Und ja, er erlaubt es ihm halt sehr, sehr viel Damage zu machen. Und man sieht ja, er ist 5-0-6 und da willst du ja Damage machen können. Ja, klar. Hast hier auch ein Außerdem gibt es auch Schildbau bei Majors Hold. Ne? Das ist auch nochmal eine Frage. Also, ich hoffe noch so ein bisschen auf diesen Majors Curse, ne? Dass du jetzt dich gleich dazu entscheidest, hey, ich kaufe jetzt Majors und dann geht er anstatt 5-0-6, geht er dann 5-8. wie du Flex für Game of Nocturne? Toxic? Wurde verkauft? Veto? ja, aber wie kann man das jetzt hier genau comebacken? Also du musst gucken, vielleicht ein bisschen rauszögern. Soul ist natürlich auch was du nicht free abgeben möchtest. Da vielleicht noch ein, zwei Sneaky Drags bekommen. Vielleicht ein schönes Crossplay, Topside einreißen. Dafür Objectives droppen. Das sind alles so Möglichkeiten, die du theoretisch nehmen kannst. Ja, oder du musst halt einfach auf die Farbshow hoffen. Ich denke einfach, es gibt zwei Optionen hier in dem Game zurückzukommen.
entweder man ist makrotechnisch das bessere Team und dort makro die Gegner einfach, oder man muss ja irgendwie an die Shutdowns kommen, die auf die einzelnen Champions verteilt sind von Arctic Spirit, um da irgendwie an Gold zu kommen. Eventuell Objective Shutdowns mitnehmen, aber sonst sieht es sehr, sehr schwarz aus für unsere Rentner. Ja, also Ivan abzuholen wäre natürlich schon mal sehr, sehr strong. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir an Ivan ran? Das ist nämlich auch nicht die leichteste Aufgabe und das Glacial Prison connected hier auf jeden Fall schon mal auf Fabs. Der kommt dann nicht mehr raus, bringt aber noch sehr schön Damage gegen Razed raus. Aber ja, hast du einfach absolut keine Möglichkeiten, irgendwie dagegen anzukommen, außer du hast einen Flash-Up, den man aber nicht hat. Muxus misst hier neuerdings mal einen Hook. Nochmal mit dem Root auf Yakumani. Jetzt geht man aggressiv nach vorne durch. Bringt Stealth dann nochmal einen schönen Stack. Allerdings muss der hier auch aufpassen, weil Daisy verkloppt ihn hier einfach komplett. Das ist ein Tank. Das ist eigentlich ein Tank, aber Daisy steht unterm Tower, tankt hier ganz entspannt ein nach dem anderen Turret-Shot und verprügelt währenddessen nochmal ganz entspannt den Stealth mit. Also, ja, weiß nicht, ob Daisy vielleicht mal genervt werden sollte. Maybe. Wurde sie ja schon. Aber. Vielleicht nervt sie mal ordentlich. Aber ja, man hat einfach gesehen, da war man auf der Seite von Rentnern zu lange am Tower, hat nicht respektiert, dass die Gegner da nicht den Reset nehmen, sondern direkt in die Midlane laufen. Hatte auch keine Vision, aber man sieht ja auf der Map so gut wie keine Vision von den Rentnern. Ja. Und ja, da hat man zu viel gewollt, hat den Turm gewollt und dann kam sofort der Engage auf Hubs drauf und dann konnte er nichts machen. Flash war nicht ab, hat es dann nochmal guten Schaden auf Razed bekommen. Aber ja, gereicht hat es im Endeffekt auch nicht. Wenn wir so ein bisschen auf die Goldverteilung schauen, ist es im Jungle auch echt böse. Also bisher hat Jungle noch nicht wirklich so aufgegangen. Es sind 3000 Gold behind. Hat noch nicht mal sein erstes Item fertig, während Pep-Abuser hier schon mit 2 Items rumläuft. Also ja, wird sehr, sehr schwierig hier. Man muss irgendwie an diesen Pep-Abuser drankommen. Jetzt hat man mal eine Q drauf Flash gehittet. Raus. Kriegt man einen Stun irgendwie noch drauf. Stun ist da. Damage. Der ist squishy, TP, der ist squishy. Hör ihn dir ab. Ja, Shutdown für die Xayah hier. Und jetzt, das ist der Fight. Das ist Starke der Fight, den man eventuell spielen kann. Lemon Job allerdings schon raus. Kann man hier Snare irgendwie nochmal Damage Schuss, rausziehen. Fabs kann auch die ganze Zeit free hitten. Und das ist der nächste Kill. Shutdown Exhaust auch jetzt auf Fabs. Wird exhausted, aber Yakumani klatscht hier einfach Race nochmal um und es ist der deutlich bessere Trade, einfach weil du hier die Shutdowns hast. Sehr, sehr schön. Xayah, Victor können sich ja beide nochmal mit Shutdowns belohnen. Auch Yaku kommt hier endlich mal so ein bisschen an Gold dran und jetzt bist du nur noch 3000 Gold behind. Ja, sehr, 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 sehr starker Fight. Man hat es hier ausgenutzt, dass man hier einen schönen Engage auf Pep Abuser bekommen hat mit der braunen Q und den Flash aber auch noch geforst dank dem Pillar. Und da kam einfach eine Menge Schaden bei raus, wo den ich im Endeffekt nicht erwartet hätte, dass sie so viel Schaden mit sich bringen. Aber ja, jetzt hat man den ersten Kill hier auf Fast bekommen mit einem saftigen Shutdown. Und ja, wir haben ja gesehen, 3000 Gold aus dem Fight gewonnen. Ja, und da muss man auch einfach mal die Waffel heben und sagen, sehr, sehr schöne Q hier von Lemon Drop, der dann nach vorne springt. Einfach die Q hier auf den Ivan connected, der ein bisschen zu weit vorne stand. Und damit kriegt man das jetzt. Vielleicht kann man jetzt hier sogar schon wieder engage. Man weiß natürlich gerade nicht genau, wo hier wer ist. Aber wenn du da irgendwie drauf kommst, aber jetzt ist natürlich dieser Punkt, den du hast nicht wirklich den engage. Du willst die Gegner engagen lassen. Aber wenn du diesen Drachen bekommst, ist so insanely huge. Und du kriegst ihn einfach for free, weil AS hier noch nicht wirklich in Time am Objective dran war. Sehr, sehr schön gespielt. Jetzt muss man nur gucken, ob man hier irgendwie noch den zweiten Root protecten kann. Da geht mal gefährlich. Ja, Flash von Moxis mit der Ulti, man verkauft jetzt hier, aber Yakumani ist, denke ich, fein, wenn du hier die Wave noch clearen kannst. Frage ist, kannst du sie clearen? Muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, der Damage ist zu hoch. Und jetzt muss man auch wieder rausgehen, Lemon Drop wird hier gehitzelt, sehr, sehr schöne Federn hier von Fast Shooter, aber dem fehlt einfach noch der Damage. Sehr schön, man kommt hier mit allem Mann wieder raus, man muss hier nur den T2 Turret lassen. Ist, denke ich mal, noch verkraftbar. Du kriegst dafür einfach nochmal weitere 5 Minuten auf die Soul. Das ist in Ordnung. Du hast hier Zeit, du bist 5000 Gold behind, fein, aber es sind nur 5000 Gold in Anführungszeichen. Und du kannst es hier noch irgendwie comebacken. Ja, ich glaube, mit Jakob muss man jetzt mal kurz ins Krankenhaus fahren. Mit dem Flash kann es sein, dass er sich dann eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Ist nämlich schön gegen die Wand geklatscht. Ja, ich glaube, der hätte man den Flash noch halten können. Also, dass du da irgendwie lebend rauskommst, ist, denke ich mal, nicht im Rahmen des Möglichen gewesen. Ja, man muss halt sagen, also wenn hier Pep-Abuser raus ist, wenn man den irgendwie aus dem Fight rausbekommt, dann ist da wirklich nicht mehr viel Gold lead, dann sind das so knapp 2000 Gold, die noch irgendwie auf der Karte sind. Also natürlich auch
ja, auf einer Seite scheiße, dass das, sag ich mal, auf dem Eiwand drauf ist, weil es einfach zwei, also fast, ja, 2,5 Items sind es wahrscheinlich, oder 1200 Gold, ja. 2,5 Items auf einem Eiwand sind, aber auf der anderen Seite, es ist halt ein Eiwand und der fällt halt instant um. Also wenn du da irgendwie einmal ein bisschen mit Damage rankommst, ist der gone. Und dann hast du weder Daisy noch im Game, noch wirklich irgendwie die Schilde und den Damage, den er damit bringt. Dann ist das wieder spielbar. Also, auf jeden Fall nicht verzagen, Fabs Damage fragen. Oder fast Schutz, der hat ja auch ja. Immerhin schon mal so Kraken-Slayer. Da stehen immer noch beide Turrets auf der Top-Lane, ne? Ah, das ist natürlich, kommt man bis dahin zurück. Ja, da weiß man, wie die Map funktioniert. Wo möchte er hin? Ey, der will hier noch die Hardsy-Stacks haben. Also so ein kleiner greedy Piep, ne? Also, wenn er dafür jetzt sein Leben lässt, gezogen noch. Er lässt dafür so doll sein Leben. Also wirklich, Stealth, du hättest ganz entspannt diese verdammte Blast-Core nehmen können und rausjumpen. Also... Der war einfach zu lange auf der Lane. Und Fabs macht den gleichen Fehler. Fabs. Oh nein, Fabs. Da will er den Turret noch irgendwie protecten, aber dann... Also das war jetzt von beiden ja nicht so die hellste Stunde. Nutzt aber, Yellow from the Egg, wie man auf Englisch sagt. Yellow, ne? From the Egg, tatsächlich. Ja, I think I'm a spider when I see this. Aber ja, ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen nicht gut, also nicht vorteilhaft vor allen Dingen auch. Schmeißt natürlich wieder ein bisschen Gold in Richtung von AS, was du dir gerade wirklich stark gekämpft hast. Bist jetzt wieder fast 7000 Gold behind. Aber vielleicht machen genau diese zwei Hardsy-Stacks am Ende den Unterschied. Das wär's. Der Bot-Turm wird jetzt auch noch fallen. Ich weiß nicht, was da in Fabs noch, was in dem vor sich ging. Ja, das ist also dieses Ding, ich halte den Schild, holt mal Bier. Ja, aber hätten sie es mal lieber nicht genommen. Oh, jetzt der Damage auf Stealth ist natürlich auch nicht verkehrt. Darf man hier nicht unterschätzen. Fat Abuser. Ja, Daisy, boah, connected, the damage ist ja wirklich insane, währenddessen fightet man aber der oben auf der Toplane. Safe geht hier nach vorne, kriegt man den Knockup durch? Ja, man kriegt den Knockup noch durch und der Damage ist auf jeden Fall da. Lemon Drop muss hier das rausgehen, Race schafft es mit dem Damage nicht. Die Passive von Stealth ist hier auf jeden Fall mit MVP sehr, sehr schade, dass man hier die Kaiser nicht noch mitbekommt. Ja, das ist hier ein Hin und Her, man verliert auf jeder, überall irgendwie wen, aber AS kommt hier immer irgendwie mit den besseren Trades bei rum. Ja, und aber... Vivon hat hier wirklich wie eine Katze 7 Leben mindestens, also... Mit dem 2-2 Trade hier gerade, ein Even Trade ist immer besser für das Losing Team. Ja, das stimmt wohl, das stimmt. Deswegen, wohl. Es war wieder ein Fight, der im Endeffekt favored für unsere Pensioniers ist. Und jetzt gleich in wenigen Sekunden, in 40 Sekunden, spawnt auch der nächste Infernal Drake. Bin ich mal gespannt, wie sich der Fight entwickeln wird. Man hat keine Ult mehr auf Jak, man hat keine Ult mehr auf Fast Shoot. Dafür aber auch keine Ult auf jedem Member von AS, außer auf dem Nautilus. Die Ivanhoe ist gerade wiedergekommen, nevermind. Und die Sejuani kommt auch gleich wieder dazu. Ja. Die Frage ist, kriegst du das hier getradet? Kriegst du für die Objectives getradet? Das ist eigentlich das, was du machen solltest? Kaiser hat jetzt auch 3 Items completed. Das heißt, der Poke Damage ist jetzt insane. Engage hier auf Yakumani schon mal. Also schön hochgelegt. Yakumani ist deleted, weil du hast den besseren AD-Carry gepickt. Ja, einfach so mit Kaiser. Sehr, sehr schöner Damage da von ihr. Output auf jeden Fall vorhanden. Das ist der nächste Drache. Kannst jetzt hier auch nicht wirklich gegentraden. TP kommt auf der Top-Lane nochmal raus. Von der Sejuani. Pops respektet das diesmal. Steppt ein bisschen back. Jetzt bist du in einer sehr, sehr schwierigen Position. Dein Jungle ist noch 20 Sekunden down. Man kann ja eigentlich free nochmal den Nash mitnehmen. Das heißt, du verlierst die Double Objective, da man da stark Yakumami aus dem Jungle rausgecatcht hat. Wie gesagt, der Engage, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ist einfach insane auf Seiten von Arctic Spirit. Das wäre ein 4v5 gerade. Ja, 4v4 tatsächlich. Jungle, na stimmt, Yaku ist tot. Ja, man begnügt sich hier mit Daisy. Oh, mit Fast Shoot. Gold und sehr, sehr schönes Glacial Prison hier auf Fast Shoot. Allerdings, aber die Situation ist schon da. Und man bekommt hier die Sejuani zumindest abgeholt. Das sind 700 Gold. Kriegt man jetzt hier noch Moxes irgendwie? Featherstorm geht raus. Wird nochmal rausgezogen. Es ist der Double Kill. Man lebt noch. Shutdown hier auch nochmal auf. Der Kaiser drauf. Yakumani versucht hier irgendwie nochmal Moxes zu verprügeln. Stealth währenddessen mit dem Pepper-Düser hier zu Gange. Aber Cassio davon auch nicht außer Acht lassen, die auf der Botlane einfach mal sich ganz entspannt gleich hier den T3-Turret nehmen wird. T2-Turret hat sie sich schon einverleibt. Moxes wird dann nicht mehr rauskommen.
Ja, nein, vielleicht. Nein, er kommt nicht raus. Man beißt nochmal rein. Und auch nochmal die 450 Gold für den Pep-Abuser gehen in deine Taschen. Dafür hast du allerdings T2-Turret getradet. Plus den Nasher. Und T3-Turret nicht ganz. Race geht hier nochmal raus. Aber das Cannon, reicht das aus? Ja, es reicht nicht aus. Gerade so, es reicht aus. Eieiei, da hat man sich ein bisschen zu weit vorne hingestellt. Da hat das Raumschild nicht mehr die Auto-Attacks von den Minions geblockt. Den Two kann man nicht retten, aber man hat vier Leuten den Nash-Buff abgenommen. Nur noch Raced hat hier aus seiner Cassiopeia oder ihrer, ne? Man weiß ja nicht. Hat hier noch den Nash-Buff. Aber ja, da wollte man auf der Seite von Arctic Spirit zu viel. Und aber er hat trotzdem auf der Botlane einiges zu bekommen. Ist jetzt sehr knapp an den 10.000 Gold dran. Ja. Also overall ist es trotzdem wieder fein eigentlich für AS. Ja, klar, du hast ein bisschen gegrieft, dass die Pensioniere dann nochmal ein bisschen rankommen. Aber ja, währenddessen kriegst du halt unten zwei Turrets nochmal. Verlierst auch ein paar Kills. Also ja, overall AS immer ein bisschen mehr Luck, ein bisschen bessere Entscheidungsfindung vielleicht auch einfach. Und somit steht Pensioner hier wirklich mit dem Rücken zur Wand. Nochmal zur Erinnerung, sie müssen beide Games gewinnen, um hier irgendwie noch die 5 hitten zu können. Pensioniere sind auf jeden Fall hier im Zugzwang. Sie müssen irgendwie das nochmal schaffen. Vielleicht Lemon Drop hier nochmal mit einem schönen Waffelheber. Aber nein, der wird hier erstmal gestunt, wird geroutet. Kommt dann nicht mehr raus. Featherstorm connected. Ja, der Damage ist natürlich auch nicht schlecht von Fubs. Also mittlerweile ist der auch auf 3 Items. Und Victor auf 3 Items, der tut weh. Aber noch nicht genug. Also du musst es irgendwie schaffen. Vielleicht schaffst du das hier scaling-wise. Ich besser als du. Ist anscheinend, ja, zumindest hier noch im Rauskommen besser. Und ja, somit verliert man nur Lemon Drop. Bekommt dafür nichts. Außer so ein bisschen Zeit, die man sich neu kaufen kann. Man kann den Push hier noch abbrechen. Konnte den Turm leider nicht halten. Ja. So, dann hast du jetzt noch 4 Turrets. Das ist nicht wirklich so gut. Auf der anderen Seite hat man erst einen Turm verloren. Also es ist noch sehr, sehr viel stehendes Gold, was du hast. Allerdings ist die Frage, wie sammeln wir das Ganze ein? Ja, es wird sehr, sehr schwer, jetzt an das Gold ranzukommen. Sie müssten irgendwie versuchen, erstmal auf der Sideline den ersten Turm abzuholen, der schon ziemlich low ist. Aber was wir immer wieder gesehen haben, als sie versucht haben, irgendwie an diese Türme zu kommen, ist, dass sie permanent gecatcht wurden. Und ich glaube, da hat man einfach auch ein bisschen Angst. Pubs ist jetzt Richtung Top-Lane gegangen. Aber ja, wir sind jetzt auch sehr, sehr, sehr nah an den 10.000 Gold-Lead für Arctic Spiriter. Deswegen jetzt wird schon ein Ding der Möglichkeit, außer hier wird Tischtennis auf einem Weltmeisterniveau gespielt. Ja, also, was mir jetzt auf jeden Fall gar nicht gefällt, ist, dass du diesen Duell contesten willst. Also, gib mir doch einfach ab. Es ist der dritte Drache. Wenn du dafür einfach mit allem Mann Top-End rennst, da 2 Turrets bekommst, wäre das so giga insane. Oder von mir aus auch noch Botlane irgendwie durchpusht. So wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und du kannst diesen Fight nicht spielen. Du bist fast 10.000 Gold behind. Du hast da noch einen Daisy mit drin stehen. Du kommst nicht rein. Du hast den Finale Gate. Du willst eigentlich das Team in dich rein haben. Aber da ist schon mal der nächste Root. Geht hier rauf und fragt Kumani, der hier irgendwie versucht, aber auch nicht. Fehler von Fast Shoot, den er hier rauszieht. Er versucht mich eines Besseren zu belehren. Fubs ist down, aber Race ist Kill auf Fast Shoot. Hier fehlt der Damage. Kriegst du Rebound down, wenn du Rebound hier gestunt bekommst. Ja, die Q ist drauf, die Q ist drauf. Der Damage ist einfach nur noch Damage. Sonnes. Du brauchst nur Damage drauf machen. Schöner Knockout. Das ist der Kill. Der Kill ist drin. Was ist denn hier los? Und du kriegst hier fast das Ace durch, sogar fast das clean Ace. Absoluter Wahnsinn, wie das hier die Pensioniere gespielt haben. Und es ist der dritte Drache, wenn du dir den jetzt nicht sehen lässt. Jakku, bitte hab das Ding sicher. Hab es einfach sicher. Ja, in dem Fight hat man genau gesehen, was passiert, wenn sich hier das Team von Arctic Spirit aufteilt. Da waren nämlich 2 Member auf Fubs drauf, die haben ihn zwar bekommen. Auf der anderen Seite ist aber Fast Shoot hier mit seinen Federn durch das eigene Team durchrasiert. Hat mit seiner Ult an einem guten Ort hier seine Federn noch ablegen können. Und ja, mit dem Feather Call unendlich viel Schaden rausbekommen. Hat er auch sein Lotto Minix fertig, also jetzt ist er langsam online. Ja, eben gerade haben wir noch drüber gesprochen, wir sind kurz vor den 10.000, jetzt sind es nur noch die 6.000 und jetzt kommt auch der Moment, du hast auf beiden Carries guten Damage, Jakob hat ja auch gerade relativ lange überlebt und du bist tanky, du bist einfach tanky.
Ja, und das Schwanzelt. Late Call. Sorry. So, wenn wir mal auf die Golfverteilung gucken, mach die einfach auf. Du bist auf jeder Position so ein bisschen ahead, außer Mitte. Oh, Fabs muss jetzt hier aufpassen. Du bist ein immobiler Carry, aber Moxis ist halt auch einfach ein bisschen Paper, wenn Yakumani mit dabei ist. Und jetzt aufpassen, sehr schnell engage. Du kriegst hier den Flash raus und Reborn, der Damage. Fahrschule ist aber einfach der bessere AD-Carry. Und er schafft hier den Kill, muss allerdings jetzt aufpassen gegen Raist. Kriegt hier nicht nochmal sein Black Call ab. Raist aber auch low. Und du, Chris, hast die Button bekommen. Du hast jetzt das Überzahl. Du hast die Überzahl hier drin. Und ja, ja, es ist möglich. Du kannst jetzt hier einfach die Nash angehen. Geh ihn einfach ran. Nimm ihn mit. Nimm dieses Ding mit. Oh, der ich glaube, da fehlt der DPS, ja. Oh, nö. Aber Kaiser ist jetzt raus, ne? Und die Kaiser Perult wurde für Ruven hier nochmal gezündet. Aber ja, man hat sich jetzt wieder auf 5000 Gold hier rangekämpft. Mit jedem Fight kommt man ein bisschen näher hier an das Gold von Arctic Spirit ran. Ja. Das spielen die Fights einfach insane. Und vor allen Dingen kann man jetzt auch sagen, wenn du so auf diese mentale Perspektive hingehst, Arctic, die zittern. Die wackeln und die wissen ganz genau, oh kacke, wir verlieren die irgendwie jeden Fight, obwohl wir komplett ahead sind. Und beim Pensionieren, da muss es komplett abgehen. Also die alten Stimmkehlen werden hier auf jeden Fall. Stimmkehlen. Die alten Kehlen werden hier auf jeden Fall nochmal ordentlich benutzt. Da wird rumgeschrien werden im Discord, was das Zeug hält. Und ja, und Fast-Shoot. Fast-Shoot jetzt auch mit dem vierten Item holt langsam Reborn ein. Mit, hat ihn eingeholt eigentlich schon. Ja, ne, Reborn hat noch ein Teil noch mehr. Ja, er hat noch ein kleines Büchlein. Ne? Ja, ist sehr belesener Junge. Belesen. Aber ja, man hat auch langsam das vierte Item auf Fabs drauf. Wird es Rabadons werden? 1100 Gold, ne? Fehlen jetzt noch. Das ist insane. Das wäre so insane. Und da sneakt man sich vorbei hier. Allerdings jetzt Double TP und die sind in einem Chokepoint. Die sind in einem Chokepoint. Sehr, sehr schön. Fahrstuhl kann hier komplett free hitten. Man versucht hier irgendwie von Arctic Spirit zu disengagen. Brust einfach nur hitten. Hitte. Double Kill. Rufen. Rufen, der kleine Rentner. Und jetzt komm. Zieh die Federn zurück. Hol dir den nächsten Kill. Man holt ihn. Triple Kill. Safe. Bring ihn Knockup durch. Ja. Petter Kill. Ja, kommt raus. Quadro. Nein, geh nicht für den Petter. Nimm diesen Petter. Hör auf, für den Petter zu gehen. Nein. Hör auf! Nimm diesen Cut-Bash jetzt! Ja, er geht für das Highlight! Oh, ich hasse ihn! Ich liebe ihn! Ruben! Oh mein das Gott, ist so fucking toll, was sie tun! Als hätte er es von mir gelernt! Er ist fürs Highlight gegangen und grieft komplett rein! Gott! Aber also, man ist jetzt auf 4000 Gold, knapp 4000 Gold herangekommen. Ja. Gut, an der Stelle können wir dann auch was drunter hauen. Und zwar, dass Pensionier auf jeden Fall dieses Game nicht gewinnen möchte, sondern lieber für den Pentor gehen. Naja, also wenn du da einfach den Nash nimmst, dann bist du Gold wieder dead even. Wenn du dich dann tatsächlich doch lieber für den Pentakill entscheidest, gibst du nochmal 600 Gold auf die Kaiser. Da hat man wohl vergessen, dass da ein Sonjas existiert auf der Kaiser. Er ist der Xayah-Pick statt Kaiser, dann bekommen sie den Win doch geschenkt und er will nur den Penta einem dann. Ja. Er fällt der wilde Schalt, ne? Ja, also es tut schon sehr, sehr weh. Also ja, wenn du es im Skill machst, wenn du es in der Flex-Skill machst, fein, aber competitive, also es war mit Abstand eine der schlechtesten Decisions hier in diesem Game, da für den Penta zu gehen. Um es mal objektiv zu behandeln. Allerdings bist du natürlich jetzt auch wieder auf 4000 Gold dran. Ist fein, ja. Aber du hättest auf jeden Fall noch ein bisschen näher dran sein können. Aber da ist auf 3000 Gold knapp dran. Und 3000 Gold, ja. Ne, Dragon Soul ist jetzt auch am Kommen. Und die Sejuani ist top, hat auch TP. Komm, rush it. Einfach rushen den Scheiß. Flip it all und dann rein da. Irgendwie versuchen da den Pep-User rauszuhalten. Gucken, dass man schnell den Nash nehmen kann. Und dann einfach ordentliches Smite mit den Federn zusammen. Bist jetzt hier allerdings ein bisschen eingefärcht. Muss gucken, in welche Richtung Nautilus man geht. Nautilus auf dem Flank. Ja, Nautilus hier auf dem Flank. Sion Engage ist schon mal nicht schlecht. Sion Engage hittet hier schon mal. Sehr starke Ulti von Lemon Drop. Der kommt hier schon mal drauf. Jetzt kann man hier spielen. Der Fahrschub muss hier hitten. Fabs down. Er darf aber hitten. Yakumani auf Raised. Pep Abuser sehr low. Pep Abuser ist down. Yakumani ist auf Raised drauf. Die Kaiser lebt noch. Kann die Kaiser das Ganze hier noch irgendwie spielen? Lemon Drop hat die Tür getroffen. Vielleicht irgendwie.
Lemon Drop hat die Q getroffen, Sonjas ist drauf. Ah, die dann kommt nicht runter. Durch. Die Stacks sind runter. Und kann man ihn noch hitten? Kann man ihn noch hitten? Ja, passive, man kann ihn passive. Sie und passive. Sie ist da, sie ist da. Geh einfach für den Erste Drake. Hit. Geh einfach für den Drake. Geh für den Drake. Geh für den Drake. Geh für den Drake. Du Drake. Dieses Game macht mich und meine Nachbarn komplett fertig. Das ist ja schlimmer als unser Game 2 gestern. Ach du Scheiße. Also Volleyball auf wirklich höchstem Amateurniveau. Also die Bälle werden hier wirklich gepritscht, geschmettert, was das Zeug hält. Es ist absoluter Wahnsinn. Und jetzt kann man hier vielleicht sogar noch den Ash nehmen. Pep Abuser ist in 5 up. Der ist in 5 up. Kann man hier genug Damage machen? Ja, man kann genug Damage machen. Er prügelt hier auf den Ash ein. Und das, ja, das ist es, der Nash. Das ist einfach hier straight up der Nash. TP, ja, Ferbs, okay, kann man machen, muss man nicht. Hättest du auch sparen können. Aber hey, wozu TP, wenn du nur noch 1000 Gold behind bist? Du hast eine Infernal Soul in der Tasche. Also, und du hast jetzt wirklich dieses Game wieder drin. Oh, also, ich bin komplett fertig nach dem ersten Game. Lass einfach Best of One draus machen, gut ist. Ja, Ruben mit 12 Kills hier am Start. Fast Shooter, ja. Sorry, falls ich Ruben sage immer, aber. Na? Rufen, Fahrschut, Rentner, der Penta Inter. Wir brauchen da einen sehr guten Namen. Also Vorschläge gerne in den Chat, wie wir diesen Call am besten mit einem Spitznamen schmücken können. Er ist halt auch fürs Highlight-Play gegangen, muss man mal respektieren. Ist Highlight-Play. Ich muss es respektieren, ja. Überall hat er nicht reingeflasht. Also auch wenn es ein Clip geworden wäre, bin ich ehrlich, wäre dieser Clip einfach komplettes Meme gewesen. Menschen errettet Kaiser, was wäre dann passiert? Ah, das ist eine gute Frage. Dann hätte die Feder nicht so toll rosten können. Ja, also, da muss man natürlich auch noch anmerken. Ja, jetzt ist es eigentlich schon wieder dead even im Gold. Ruben, Passschutz jetzt schon Vollbild, Kaiser auch. Pent-Uven finde ich erstmal stark. Jetzt noch auf der 1, wenn bessere Sachen kommen. Pep-User Flash ist raus, sehr, sehr wichtig. Du hast keine Penner. Flash mehr auf Ivan. Aber Stealth ist Spotlane und Toplane ist aber auch Sejuani. Will man jetzt 4v4 gehen? Ja, schaffst du das 4v4? Du musst erstmal Daisy rausnehmen. Wenn Daisy raus ist, schon mal wichtig. Daisy down, Mux ist hier mit dem Hook, allerdings nur auf Lemon Drop. Ah, man connectet hier nicht ganz. Aber man kann hier den Siege nehmen und Stealth ist da, um Toplane zu deffen. Ja, Tracy erstmal Tools 1-1. Root connected hier auf Farbs. Glück gehabt allerdings, dass man da nicht wirklich einen Follow-up drauf hat und kriegst hier den Inhab. Also schon mal sehr, sehr stark. Ulti geht ja auf Yakumani. Komplett wasted. Tiefenladung bringt hier nicht wirklich was. Und somit kriegst du hier ja, 2 Turrets plus Inhab und Trade zu einem Turret. Ultra fein. Was für ein Game. Da hat man aber auch gesehen, sie dürfen nicht in Engage auf den Baum starten. Es bringt ihnen ja gar nichts. Sie kriegen ihn nicht down mit dem Schild. Ja, das stimmt wohl. Ja, Fabs kann sich jetzt hier auch noch ein bisschen Gold gönnen. Ist ja auch kurz vor seinem Sonjas. Also und gehen wir allgemein auch von Fullbild Richtung aus natürlich auf Support. Ne, da haben wir beide 3 Items. Da wird es ja noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, wir kommen nicht an den Punkt, wo beide Supporter hier Fullbild sind. Ich möchte mal kurz auf das Bild von Stealth hier in mein Augenmerk legen, der 4 MR-Items geholt hat. Ja, das ist schon insane. Und kurze Eilmeldung. Die Pensioniere sind 200 Gold ahead, währenddessen wird ja aber Stealth abgeholt. Wie viel MR brauchst du? Anscheinend deutlich mehr, als er gerade im Inventar hat, um das Ganze hier zu beleben. Jetzt bist du in Unterzahl. Glück allerdings, es ist kein Objective Up. Du musst jetzt einfach nur diesen Siege durchstehen, musst diese 50 Sekunden überleben, der dein Frontliner nicht da ist. Ich glaube sogar fast schon, dass man mit ein bisschen Poke arbeiten kann, man hier den Engage überlebt und das Frontline gewinnt. Mist, der Hook allerdings auf Yakumani drauf. Der Damage ist aber da! Fast-Shoot. Der Damage, er ist der Doppelkill von Fast-Shoot. Kann hier weitergehen. Daisy zont hier alle hier ein bisschen. Aber du kommst hier raus und du hast auf jeden Fall den Play hier schon mal entschärft. Kommst du da jetzt auch irgendwie dran? Yakumani rennt hier sehr schön um das Guter Pillar. Erstmal rum. Sehr, sehr starker Pillar. Und Fabs ist cooking. Fabs mit einem sehr schönen TP. Starkes Exhaust hier. Nochmal die Ult von Sonjas. Reborn. Ist wieder im Sonjas drin. Das ist der Shutdown. Der Shutdown. Die Feder, sie sind da. Und jetzt, und das er hat es! Das Ende das Game! Das Game! Geht da rein! Bitte 2 Sekunden auf TP von Cyan! Das ist es doch! Das muss es sein! 15 Sekunden auf Game. Großes! 20 Sekunden ist besser Game. Als du! Und no way!
Pensioniere oder auch die Pentintersioniere oder wie auch immer wir sie heute nennen wollen, das muss es sein. Eine Sekunde noch, drei, Nautilus sechs Sekunden, lebt wieder. Sechs Sekunden auf die Sejuani, aber Nexus. Bitte hitze doch diesen verkackten Nexus, hitze ihn doch einfach. Ja. Eieieiei. 1-0, was ne Banger-Partie. Ich kann nicht mehr. Ich kann absolut nicht mehr. Ich bin emotional gebrochen und verwirrt. Es geht nicht mehr. Es geht was einfach nicht mehr. Ne Partie, ey. Ach du Scheiß, also wie doll kannst du ein Game in... So, wieder da. Hoffentlich. Bist du wieder da oder bin ich wieder da? Ja, ich war gerade am Laggen, glaube ich. Du warst gerade am Laggen, okay. Das Stream war auch kurz am Laggen. Ich weiß nicht, was man jetzt gehört hat. Aber ja, auf jeden Fall, wir vergessen mal die ersten 25, 30 Minuten vom ersten Game. Und hoffen mal darauf, man kann einfach da anknüpfen, wo man gerade aufgehört hat. Weil das ist auf jeden Fall, also AS muss hier mental so doll gebrochen sein. Das kannst du, glaube ich, nicht in Worte fassen, wie doll du mental gebrochen bist nach so einem Game. Ja. Mit so einem Lead, du hast wirklich alles in der eigenen Hand und dann nimmst du es und jietest es wirklich in den Grand Canyon rein, gräbst da nochmal ein Loch und trittst es nochmal weiter runter. Mindestens. Ja, also das ist wirklich schon sehr, sehr stark. Vor allen Dingen hat man gesehen, was so den Damage anging. Auf der einen Seite hast du halt die Kaiser gehabt, auf der anderen Seite hast du dann unseren wunderbaren Pent-Uven gehabt, die beide guten Damage auf jeden Fall rausgebracht haben. Aber wo die große Diff auch einfach war, war in der Midlane. Du hattest in der Midlane eine Kassu, die komplett useless war, overall. Und einfach ein Fabs Victor, der komplett durchrasiert hat. Also sehr, sehr stark da. Ansonsten, Ivan, bitte nimm ihn raus, bann ihn einfach. Ja, ansonsten, was würdest du hier noch adaptieren? Wo würdest du sagen, was kann man vielleicht auch von Arctic Spirit Seiten aus bannen, dass man das Game gewinnt? Ich glaube, da kann man nicht sonderlich viel rauslesen, um ehrlich zu sein. Es ist einfach eine Shitshow. Vielleicht der Trundle höchstens, der halt die Frontline so komplett zerstört hat. Aber ja, was soll man da analysieren? Es ist einfach eine Shitshow. Es war eine Shitshow. Ja, das stimmt wohl irgendwo. Stream ist dead. Kurz Raucherpause. Ja, der Pepe hat hier die Raucherpause gecallt. Ich denke mal, nach so einem Game nimmst du die auf jeden Fall mit. Und ich werde mich auch nochmal ganz kurz an den Kühlschrank begeben und mir eine wunderbare kalte Dose kühles Nass holen. Ja, ich wollte jetzt sowieso eine kurze Pause starten. Und ja. Wir sehen uns dann gleich hoffentlich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Nach diesem Banger Game 1. Ja, war ein Banger. Absoluter Banger. Wir sind ins Schwitzen gekommen, nicht nur wegen der Temperatur. Aber ja. Hoffen wir, dass das Game 2 nicht ganz mit, aber mit demselben Ergebnis. Ja, einfach. Wäre sehr wünschenswert. Alles gut? Ja. Ich habe nur kurz ein bisschen Informationen durchgegeben. Ein bisschen Informationen durchgegeben, ja. Wie immer, ne? Das übliche. Aber ja. Holy shit, was eine Game 1 Partie. Das ist schon auf jeden Fall... Ja, hoffen wir mal, dass es im zweiten Game ein wenig ruhiger vonstatten geht, beziehungsweise auch ein bisschen koordinierter von den Pensionieren oder wie hatte ich sie nochmal? Ach, scheiß drauf. Hoffe einfach, dass das Early Game nicht so katastrophal wird. Von den scheiß Intern. So, von den Intern, wenn die sich einfach mal ein bisschen mal benehmen, mal zusammenreißen, hier nochmal so ein bisschen hier die Arthritis durchschüttelt und dann das zweite Game so wirklich weitergemacht wird, wie man im ersten Game aufgehört hat. Weil du hast sehr, sehr starke Teamfights gehabt. Dort ist eine sehr schöne Kommunikation im Team gehabt. Warst sehr koordiniert, hast gute Fights gefunden, hast gute Entscheidungen getroffen, bis auf die Entscheidung von dem Penta. Beziehungsweise nicht Penta. Aber ja, ansonsten hast du sehr, sehr schöne Decisions gehabt und ich hoffe, dass man da gleich auch weitermachen kann.
nimm mal diesen verkackten Ivan raus und dann sieht die Welt auch schon wieder deutlich besser aus. Ja, bin gespannt, wie beide Teams hier adaptieren werden. Man hat sich anscheinend wieder für die Red Side entschieden. Finde ich gut, weniger Arbeit für mich. Ja, definitiv. Ich glaube aber auch, also außer du pickst ja die Kaiser first, was du definitiv machen kannst. Die Kaiser gerade insane performt. Wobei sie dann Teamfights nicht mehr so gut war, ne? Muss man es auch mal kurz dazu sagen. Sie hat einfach keinen Axis auf die Backline wirklich gefunden ab irgendeinem Zeitpunkt. Und Fastshoot ist einfach durchgeschreddet durch die Frontline. Das stimmt, ja. Aber du hast trotzdem 76.000 Damage rausgeprügelt. Und das ist schon insane. Also deutlich mehr als hier Fabs oder auch Fastshoot. Und also an der Kaiser hat es gerade nicht gelegen, dass du das Game verloren hast, to be honest. Das stimmt. Und wenn du da was Besseres pairst, zusammen mit der Kaiser, was für dich vielleicht auch besser funktioniert, ich weiß nicht, inwiefern die Comp gerade so Comfort war, kann das definitiv gut funktionieren. Und die Kaiser stand ja auch gut im Game da. Also vielleicht sieht man hier die Kaiser First Pick, vielleicht sieht man sie aber auch gebannt. Bin ich mal gespannt. Den guten Ivan hoffentlich gebannt. Und ich könnte kurz rein, Carsten. Ready? Habe ich schon geschrieben, alles gut, ich hab's unter Kontrolle. Wunderbar. Da bin ich mal gespannt, was man gleich nimmt. Ja, die Händler müssen sich von dem Spektakel erstmal erholen. Na kurz die Herzschrittmacher nochmal prüfen. Und jetzt die eine oder andere ready, Tablette einschmeißen. Jetzt scheint wieder alles gut zu sein. Herz ist wieder normal am Schlagen. Ja. Beta-Blocker wurden genommen. Damit man mehr Alpha ist, oder? Na gut. So, Pick und Bann funktioniert's jetzt. Ich hab's mal reloaded. Sieht schlecht aus, okay. Ja, wir machen es mal später. Okay. Ja. Dann gehen wir wieder an den Client. Wieder der Syndra-Bann gegen unseren Fabs. Ja. Der das erste Game jetzt ein bisschen, würde ich sagen, unterm Radar geflogen ist. Ja, wobei, seine Chaos Storms, die waren tatsächlich vom Damage her sehr, sehr gut dabei. Und der ist einfach freudig gescaled und war die ganze Zeit einfach auch ahead auf seinen gegnerischen Laner. Das also, stimmt, die Laner hat dann sehr, sehr gut gespielt. Ja. Und ja, da kommt schon, wie du gesagt hast, der Ivan-Bann raus. Ja, danke. Also, trotz, dass das gesamte Team untergegangen ist, hat Fabs es irgendwie geschafft, permanent einen Goldlied zu haben. Das stimmt, muss man ihm lassen. Hat vermutlich auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass hier Fastshoot so weit ahead gekommen ist. Und man muss natürlich auch sagen, Victor, einer seiner Most Comfort Champions. Also Victor, Anivia und die gute alte Syndra sind, denke ich mal, mit so auch seine einfach seine besten Champions. Wobei Victor, Syndra natürlich mit Abstand, glaube ich, seine besten Champions sind. Ja, würde ich auch so sagen. Wobei er auch sehr viel Gangplank spielt, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Man hat jetzt noch den Trundle auf der Seite von Arctic Spirit rausgenommen. Da hat man anscheinend was gegen gehabt. Oder beziehungsweise keine Antwort gegen gehabt. First Look jetzt wieder die Kaiser. Ja. Wie schon gesagt, im ersten Draft, bester AD Carry haben sie eben nicht first picked. Dann geht man jetzt anscheinend wieder auf Desire. Jetzt ist halt die Frage, willst du direkt schon den Braum nehmen, weil du sagst, okay, die picken sowieso wieder Nautilus? Oder nimmst du jetzt den Jungle dazu? Ich würde einen Jungle zu nehmen. Ich würde es theoretisch auch machen, weil du kannst, glaube ich, dann so ein bisschen. Wenn du jetzt einen Braum pickst und ein Enchanter kommt, ja. GG. Läufst du einfach in den, ja, dann läufst du halt einfach in diesen Bait rein. So in den Maybe-Bait. Wobei, Kaiser willst du eigentlich auch sehr viele Lane spielen. Zweifle, dass aber, wenn man hier einen Braum nimmt, dass wirklich was in den Braum reingehen will. Sehr wie die Sejani, gefällt mir sehr gut. Actually. Ja. Du hast nicht diese Antwort mit dem Tunnel drauf, nimmst jetzt selber die Sejani, die nice das Ganze hier. Schon mal eine schöne Antwort. Seju natürlich auch noch für Toplane möglich. Nimmst du den Javan. Ja. Dann natürlich auch schon mal Interaktion Xayah mit Javan Ult. Kommt sie nicht raus. Ja, das also, ist auch das große Problem an der Sache. Deswegen ist Javan einer der besten Picks fast schon gegen Xayah. Klar, er steht da mit ihr da drin, aber wenn er mal im Gesicht von ihr ist, sollte sie eigentlich nicht so lange überleben können. Nimmt sich jetzt hier noch die Zoe. Einer der meiner Lieblings-Champions. Zoe abgrundtief. Ich auch. Lock den Fizz. No way, lock the Fizz. Tankcutter. Wie heißt du Tankcutter? Bitte nicht. Horrible as fuck. Lock den Fizz, renn die Zoe um. Lock den Fizz, renn die Zoe um. Aber dann ist es ein Zoe-Support. Es ist wieder der Victor. All fine. Victor definitiv auch fein, bist an der Range gut. Solange du nicht von der Bubble getroffen wirst, bist du definitiv fein hier in der Mitte, kannst rescalen. Ja.
Bin auch gespannt, also wie eben gerade haben wir Reborn auch nicht so stark, beziehungsweise Race war das ja, so stark gesehen und performen. Entweder sie die sind nicht in Order nicht. Oder sie haben geswappt. Ja, ich glaube, die sind nicht in Order, to be honest. Also die haben jetzt nicht einfach mal jede Position geswappt, ne? I mean, kann sein. Wir können gleich mal drauf schauen. Wir werden sehen. Kann aber sein, dass sie gar keinen Bock hatten, sich anzusortieren. Aber ja, ich bin gespannt, wie Race Zoe's tatsächlich performen wird. Nimmt jetzt noch Nautilus raus. Ja. Ja gut, Braunbahn, dann nimmst du den Nautilus raus, hast du ja nicht so wirklich die Antwort drauf. Ist fine, I guess. Ole Rock. Bannst ja auch noch den Malphite. Malphite-Bann verstehe ich allerdings nicht. Man wollte einfach nicht gegen Dwayne spielen. Ja, understandable. Das ist ein sehr muskulöser, starker Stein. Spannend, was man hier noch auf R4 mit dazu nimmt. Ja, ich denke, das wird dann jetzt der Top-Laner fast schon. Nein? Support? Okay, ich hätte jetzt gedacht, man sichert sich jetzt aber nochmal einen Zion oder so. Hindi schwierig, gerade auch nach den Nerfs. Das heißt, überlegen wir uns noch klar, ob du Sejuani, Top-Lane oder Jungle steckst. Du willst diesen Flex aufrechterhalten. Blitzcrank, sage ich, kommt gleich. Garen, bitte nicht Garen. Bitte lock nicht Garen ein. Das ist so unskilled, Mate. Es ist ja so unskilled. Er nimmt Garen. Er macht den sicheren. Er macht den sicheren. Und man nimmt die Zyra dazu. Das ist giga disgusting für Milieu, I guess, ne? Sollte fein sein, glaube ich. Und danke hier für den Raid von AceTV1. Liebe geht raus. Herzlich willkommen hier auch für euch nochmal, um euch abzuholen. Wir sind hier in Game 2 von Arctic gegen Pensioneer. Und ja, es geht hier um alles. Es geht hier um den Aufstieg in The 5. Der das Game jetzt hier gewinnt, steigt auf. Wer es verliert, bleibt in der Div 6. Also sehr, sehr spannend. Erstes Game war auch schon ein kompletter Banger, wo man sich dann noch ein 10.000er Goldlied durch die Gegend geschmissen hat und am Ende sich dann doch die Pensioniere durchsetzen konnten, da wir jetzt auch diesen Matchball haben. Und wir haben den ersten Draft fertig. Wir schauen uns mal so ein bisschen. Ja, man ist nicht sortiert. Allerdings sind die Champions alle da, wo sie vorher auch waren. Also du bist einfach nicht in Order gewesen. Ja, was sagst du zu den Drafts? Ja, ziemliche Pokémon, würde ich fast schon sagen, die man hier auf der Seite von Arctic Spirit jetzt fahren will mit der Kaiser W. Geht wahrscheinlich wieder für das Duskblade Muramana Bild, wo Zoe auch sehr gut mitspielt mit dem Poke, den sie mitbringt, mit dem Catch-Potenzial, mit der Bubble. Ist ja schon sehr disgusting, was sie da für Schaden rausdrücken können. Und dann halt noch sehr disruptive Champion mit Zyra bekommen. Ja, sonst klaren Engage mit dem Jarvan. Und Follow-up halbwegs mit dem Garen. Das Top-Matchup weiß nicht ganz, wie es laufen wird, aber ich glaube, es wird Zion Favored sein erstmal. Wobei, ich glaube, je länger das Game geht, desto mehr kann Zion gegen den Garen machen. Ja. Also was auf jeden Fall interessant wird, wird so um Level 6 bis 8 so rum. Das wird definitiv interessant werden, weil der Garen halt einfach über seine Ulti dann doch sehr, sehr viel Damage einfach nochmal mitbringt. Später muss man auch aufpassen, wenn man irgendwie Zoe bubbelt wird, auf einmal da so ein Garen anrollt und Ult drückt, der kann für Nyxia das Leben auch schon mal ganz schön over sein oder auch für den Viktor, auch für den Milio. Sage und Sion sollten da nicht ganz so von bedroht sein, aber man muss definitiv aufpassen, dass man sich nicht catchen lassen, dass man sich nicht catchen lässt, weil wenn der Damage drauf geht, dann hat man hier ein wirklich gewaltiges Problem, wenn der CC drauf geht, weil der Damage ist auf jeden Fall da, dass Target instant bursten zu können. Ah ja, aber ja, overall. Pensioniers jetzt haben wieder sehr, sehr klares Front-to-Back. Diesmal noch mit einem Enchanter dabei, anstatt einem Braum. Ja. Da will man einfach wieder mehr auf die Zaya packen, mehr Range geben, noch ein bisschen On-Hit mit der Melio Passive. Und halt noch das Tool mit der Ult von Melio. Auch sehr, sehr stark, um hier eventuell einen Zyra-Root rauszubekommen oder eine Zoe-Bubble. Dass da einfach nicht kein Carry direkt platzt. Sonst, Milio auch sehr, sehr gut gegen Jarvan, ne? Kann Flag and Drag abbrechen, wenn er seinen Ball richtig timet. Ja. Mit seinem Dropkick. Ja, und auf der anderen Seite hast du so ein bisschen, ja, so eine Pokémon
Early kannst du irgendwie spielen. Du hast irgendwie so von allem so ein bisschen was. Allerdings hast du jetzt natürlich auf der Seite von Pensionieren auch bessere Tools einfach gegen so eine Pokémon. Du hast jetzt auch einen klaren Engage. Du hast Cyan Ulti, du hast dann die safe Sage Ult einfach auf den Tage drauf. Damit kannst du jetzt auch sagen, okay, wir müssen jetzt hier nicht stehen und warten, bis ihr reinkommt, sondern wir können auch zu euch kommen. Weil das vor allem ein großer Faktor im Game sein wird, wie gut platziert Fabs hier sein Feld, seine W. Ja. Denn das auf jeden Fall. Es gibt eigentlich nicht wirklich viele Tools, die dann durch das Feld durch dem Jarvan folgen können. Eine Kaiser kann hinterher ulten, ob sie es machen will, fragwürdig, wenn er noch eine Sejuani steht mit Ult. Ja. Garen muss durchlaufen, der wird wahrscheinlich gestunt. Eine Zyra muss durchlaufen, wird wahrscheinlich gestunt. Eine Zoe will eigentlich nicht so nah rangehen, dass sie da drin stehen kann. Ja. Und wo die Zoe natürlich später auch aufpassen muss, wenn sie nach vorne jumpt, um da wirklich eine lange Q durchzubekommen, also mit Q-Ult, dann kann es auch mal schnell gefährlich werden. Kriegst einen Glacial Prison ins Gesicht und dann ist Feierabend. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie man hier die jeweilige Comp ausspielt. Jeder hat auf jeden Fall so ein bisschen seinen Favor, was er hier spielen möchte. Ich denke, beide Comps haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Sehe jetzt nicht irgendwo diesen klaren Vorteil, aber persönlich würde ich tatsächlich lieber die Comp von den Pensionieren spielen. Ja, würde ich genauso zustimmen. Ja. Ich würde auch die Teamcomp von Pensionieren sehr viel angenehmer. Wie gesagt, klares Front-to-Back. Ja. Es ist eine Comp, die relativ leicht zu spielen ist. Im Gegensatz zu der Comp von Arctic Spirit, da muss man wirklich schauen, dass man chaotische Fights bekommt. Denn ich glaube, sobald es geordnet wird, sobald Gegner getrackt werden können, macht die Zoe da nicht mehr viel und dann ist es einfach gelaufen. Ja, also du musst auf jeden Fall schauen von AS, dass sie es irgendwie hinbekommen, wirklich diese chaotischen Fights zu kriegen, den Poke mitzunehmen, sich nicht catchen zu lassen. Selber für Catches zu schauen, vielleicht auch einfach diesen kleinen Skirmishes mit Zyra irgendwie, Zyra, Kaiser, Jarvan, die zusammen zu dritt auch deutlich stark, also auf jeden Fall sehr, sehr stark sind, schnellen Target rausnehmen zu können. Aber ja, bin gespannt. Auf Game 2, do or die für beide Teams. Schaffen sie die Div 6, die Div 5 oder müssen sie hier noch ein Split in der Div 5 verweilen? Wir werden es jetzt erfahren, wir sind hyped, wir wollen das Game 2 haben, drückt unseren Pensionären, unseren Rentnern hier nochmal die Daumen. Und dann hoffen wir, dass wir hier gleich das 2:0 von den Pensionieren sehen, sobald wir hier dann tatsächlich auch mal den Blackscreen überlebt haben. Ja, hoffen wir beide drauf. Ja, ja, perfekt, jetzt geht's los. Wunderbar. Jawohl. 3, 4, 5, 6. Jawohl. Wunderbar, das passt doch. Und da wird direkt gepinkt, dass man da Vision erst am Red Buff haben will, ne? Will entscheidend den Raid nochmal verhindern. Wie im ersten Game ja auch, sind hingegangen für einen Cover für 5 Mann. Ja, es scheint so, als würden sie da jetzt für ein Ward gehen wollen mit Garen und dem Jungler, mit dem Jarvan. Ja, das kann nach hinten losgehen. So, ich muss hier erstmal kurz einmal sortieren. Ich muss auch sortieren, das macht mich ja ganz kirre. Bin ich ein bisschen sauer auch tatsächlich. Ja, was soll denn das jetzt hier? Aber Report ist raus. Der Stack ist da, sie haben den Read. Die Frage ist, lässt AS sich darauf ein, da reinzusteppen? Und im Vade, in den Cyan, so ist natürlich erstmal aua. Ne? Auch in Lemon Drop hier in die Emilio rein. Ja, hat sich jetzt aber dagegen entschieden. Ja. Kluge Entscheidung, man hat anscheinend gerochen, dass da irgendwas fischig ist. Waren die Rentner eventuell nicht duschen? Das ist halt die große Frage. Ein bisschen nach Maggi rochen. Auf jeden nach dem ersten Game sollten sie auf jeden Fall nochmal duschen gehen. Ja, das auf jeden Oder Fall. Baden, das ist ja sehr angenehm wahrscheinlich auch für so einen Rentner, ne? Ja, stimmt wohl. Wobei rauskommen ist dann schwierig. Rauskommen ist tatsächlich schwierig, aber dafür haben sie hoffentlich ihre Pflegerin dabei. Oder Pfleger wahlweise. Wir sehen einen Botlane Leash hier für den Pep Abuser und auf der Toplane einen Leash für Yakumani wieder. Bin gespannt, ob man jetzt hier auch cheesy ist. Also wir haben gerade schon im ersten Game gesehen, auch auf dem Ivern, man hat Bock auf jeden Fall zu ganken und aktiv auf der Karte zu sein. Auf dem Jarvan kannst du das natürlich nochmal deutlich mehr machen. Sieht jetzt aber erstmal nach dem Standard Clear aus. Ja, sieht erstmal nach dem Standard Clear aus. Hab's. Wird ja auch ein bisschen reingepressert erstmal noch bis zum ersten Upgrade. Denke ich mal, wird das auch sein. Starker 2-Mann-Root hier von
Moxes. Oh, schöner Dodge. Fabs geht ja mit dem Dodge Trade. Ist aber ein Level drunter. Ja, und vor allen Dingen hast du Electrocute gegen First Strike. Alter, oh, der Root von Zyra insane lang. Ja, das wird später auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant werden. Aber du hast an sich ganz gute Tools, auch wenn du mal von so einer Zoe-Bubble gehittet wirst, du hast immer noch die Ultimate von Lemon Drop, um das Ganze dann so ein bisschen zu deeskalieren später. Ja, und Topline einfach wird die ganze Zeit getradet. Garen mit seinem Beyblade-Move versucht er die ganze Zeit ein bisschen Health wegzuchippen, aber mit dem Grassprox kriegt er da einiges durch und er weiß auch, dass er in das Conqueror nicht weiter traden sollte. Ja, Yaku ist jetzt einmal über die Midlane gelaufen, wenn ich das richtig sehe. Hat allerdings nichts bekommen dafür. War so ein bisschen Time Waste. Der User ist gleich schon durch seinen Jungle durch, wenn Yaku gerade noch erst am Bluebuff ist. Bei drei Camps, gleich ist sein viertes Camp geclearet hat. Also da hat man auf jeden Fall schon mal ein bisschen Clear Speed einbüßen müssen. Leider. Aber ja, ansonsten tradet man so ein bisschen hin und her. Diesmal CS-Leads tatsächlich auf Seiten von Arctic Spirit. Ja, aber... Hat man so ein bisschen umgedreht. Fabs trades trotzdem not bad. Er kriegt da immer wieder gut Schaden auf Race drauf. Ja, ist auch ein Level up erstmal. Ja, ist besser als du. Schaut dir Mary für diesen Cheese in den nächsten Loot, der connected von Noxus. Shoot. Die sitzen aber auch. Midlane muss dann aufpassen. Pepper Abuser ist da. Yaku aber auch da eventuell für den Countergank geschaut. Da ja, wollte man nicht wurde weitergehen. Er wurde gespottet. Ja. Geht es aber trotzdem nochmal rein. Naja, hilft man jetzt einfach mal ein Reset hier für die Zoe zu generieren. Sieht zumindest so aus, aber bei den Jungler hier in der Mitte ist jetzt auch neuerdings anscheinend eine 2v2-Lane geworden. Ja, das haben wir schon länger festgestellt. Manchmal sind es tatsächlich sogar Triple Lanes. Ja, aber bisher sehr, sehr ruhig das Game, sehr entspannt. Was tatsächlich, denke ich, glaube ich, sogar besser sein sollte hier für die Pensioniere. Ja, würde ich jetzt auch erst so sagen. Yaku auf der Botlane, da geht man mit Zeit nach vorne. Ja, ja. Aber ja. Und, oh nein, das dann hier auf Lemon Drop, da musst du tatsächlich aufpassen. Ne? Emilio ist wirklich das schlechteste Target, was hier gestunt werden kann. Der Squishy und natürlich auch der Main Protector hier für die Xayah. Man hat auch ein bisschen Spaß immer an so, sag ich mal, defensiveren Comps, beziehungsweise sehr safe Lanes. Das ist wieder eine recht safe Lane, wo du nicht wirklich viel gemacht werden kann, du sehr gute Disengage-Tools hast. Ist auch erstmal nicht verkehrt, ne? Wenn man sich da wohlfühlt. Jo. Aber ja, Fabs anscheinend mehr unter Pressure als im ersten Game. Hat sich jetzt noch kein CS-Lead erarbeiten können, wie davor. Ja, Botlane sieht auch gefährlich aus. Man merkt einfach, jetzt ist da bei der Zaya kein Braum, der da einfach davor springen kann, um den ganzen Damage abzublocken. Ja, ist natürlich so ein kleiner Unterschied. Das ist ein anderer Playstyle hier auf jeden Fall für Lemon Drop. Nicht aber immer noch voll. Und Mox ist wirklich, also die Roots sind komplett disgusting. Hittet hier so gefühlt jeden und pressured hier runter, was das Zeug hält. Sehr schöne Bubble, connected hier. Na, zweite W-Instanz kommt nicht mehr durch. Man schläft vorher ein. Und somit verpufft der Gank hier so ein bisschen im Leeren. Pepper wird ja auch nicht mehr wirklich viel bekommen. Da wird der Ghost gezündet? Es ist ein Java mit Ghost? What? Das muss ein Fehler sein. Jetzt ist aufgefallen. Der hat gerade Ghost gezündet, um in den Busch zu kommen. Ja, hier, ne? Ja, allerdings, die Bubble connected, sehr schön, reicht der Carestorm aus, ne, man muss hier flashen, Carestorm reicht mit dem Damage nicht ganz auf Raze. Somit kommen hier beide relativ low raus, allerdings verliert man selber den Flash und hat gerade auch schon TP gezogen, man muss jetzt hier in Lane stayen. Somit hat man Ghost für Flash getradet. Ja. Aber Yaku ist auch da. Oh, First Blood von Fabs, der Laser, er wird ausgepackt, der ist drauf, Raze weiter. Nicht der bessere Midlaner, sondern der objektiv bessere Midlaner hat hier einen G-Stock und heißt Fabs. Sehr, sehr schön. Ich finde auch gut, dass wir On-Theme hier wieder auch Victor gepickt haben, der sowieso schon die G-Hilfe braucht, wie unsere Rentner. Ja.
Aber wenn sie mal laufen können, ne, dann laufen sie auch gerne weg damit mit dem Lied. Und ja, Lied of Fabs will man eigentlich haben auf der Seite von Pensioneer. Da er sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft Games übernehmen kann. Ah ja, wie schon im Chat angesprochen, nach Game 1 ist Eis gebrochen. Würde ich es unterschreiben, aber sie sind jetzt auch zuerst am Dragon. Ja, jetzt kann man zumindest selber mal hier den ersten Drachen zu kriegen. Mountain Drake, insaner First Drake, beziehungsweise auch einfach ein sehr schöner Single Drake, den du gerne mitnimmst. Hast du gerade das Tempo nicht für auf Seiten von dem Pensionieren. Java klärt das Ding relativ schnell, bekommt ja noch ein bisschen Unterstützung von Moxes. Sehr, sehr schön. Erster Drake für Arctic Spirit. Wie ist fast schon, denn schon 20 der Storm? Dem absolut keinen Spaß gegen die Zerat. Und du hast das Last Hit-Item von Lemon. Also da aber kannst das, du mal das zählt auch noch. Das zählt zu Saya dazu. Sie kriegt den Last Hit angezeigt, den der geshared wird. Oh, wait, du hast gerade mein Leben verändert. Wusste ich natürlich, meinte ich. Ja, gut, dann bist du natürlich ordentlich down. Wurde ja sehr, sehr gut gesohnt von der Zyra. Ja. Ist natürlich ordentlich. Wenn wir mal so aufs Gold schauen, sind das 300 Gold, die sich da tatsächlich niederschlagen. Also quasi ein Kill, den man sich schon rausarbeiten konnte von der Kaiser. Ja. Dafür Fabs aber auch schon gut ahead mit knapp 600. Ja, gleicht sich wieder aus. Insgesamt bist du trotzdem 300 Gold behind. Ja, sollte Jakku jetzt in die Midlane gehen, da wurde nämlich Herald gespawnt. Ja, sehr interessant. Schauen wir mal, währenddessen nimmt der Pep-User nochmal so ein bisschen die Tops an. Das ist ein Whole Bill Herald. Sehr, sehr schön von Yakumani, schnell da gewesen, das Ganze geklärt und somit kriegst du mit dem Herald nicht eine einzige Platte. Was natürlich der Albtraum eines jeden Junglers ist. Mhm. Und ja, Fabs schon mit dem E-Upgrade am Start, das heißt, Backline-Minions leben jetzt eigentlich gar nicht mehr auf der Lane. Werden im Support genommen und Yaku wartet auf der Botzeit, dass man da irgendwas machen kann. Oh, sehr schön engaged. Bubble connected da auch. Ah, der Storm reicht nicht aus. Oh, schön, heute Fahrschut. Auf der Botlane. Fahrschut, ja, man kann ihn da vorne hitten. Mox ist auch. Man hat keinen Blade Call. Man hat keinen Blade Call. Reicht nicht aus. Ah, sehr schade. Ja, aber Midlane raced ganz schön low gedroppt. Captain Drop muss ja immer wieder aufpassen, dass er da nicht wieder von der Zyra Eagle getroffen wird, dass er nicht verwurzelt wird hier. Und da nochmal einen Kill abgibt. Und so wie es gerade aussieht, läuft es sehr, sehr gut für die Pensioniers. Mit Lane Gang, Kyaku ist auch noch da. Sehr schön, Kataklysmus geht hier drauf. Fabs ist relativ low, aber Yakumani ist jedes Mal da. Oh, kommt man denn damit schrauben? Die E connected? Ah, man kann sie nicht reaktivieren. Damage hätte wahrscheinlich auch nicht ausgereicht hier. Aber ja, ich sag mal so, Pep-Abuser ist auch ein bisschen readable. Währenddessen muss Lemon Drop jetzt allerdings aufpassen. Starker Root, Pflanzen ebenfalls drauf. Damage reicht nicht aus. Und somit, ja, steht weiterhin hier nur 1 zu 0. Starkes Fight von Yakumani. Das ist ein Ding, das ist persönlich sehr, sehr schön hier. Das Camp gestealt. Und ja, ich sag mal so, Pep-Abuser ist hier auch ein bisschen readable. Also der ist jetzt zum, keine Ahnung wie vierten Mal in der Mitte gewesen. Und Yakumani sagt sich, ja, dann packe ich halt auch mal ein Zelt da so ein bisschen. Und deny halt einfach alles. Ich scale einfach besser als du. Und dann schauen wir mal. Ja, aber weißt du, was der gerade Fabs geholfen hat zu überleben? Sein Gravitumfeld. Er hat es nämlich eingelegt und die Zoe konnte nicht mehr weiter vorgehen, weil sonst ist sie diejenige, die gestunt ist und wird dann einfach von Yaku abgeholt, ne? Ja. Und das wird hier definitiv auch das eine oder andere Mal noch passieren, dass dieses Gravitumfeld, wie du schon vorhin gesagt hast im Draft, hier so ein bisschen, ja, den Tag von Arctic Spirit vermiesen wird. Ein sehr, sehr starkes Sonic-Tool, nach wie vor. Ja, Botlane hat man sich auch ein bisschen wieder in CS reinköpfen, noch 10 CS behind. Ja, Midlane leichter. Midlane macht es auch nochmal ein bisschen besser. Das ist jetzt sogar ahead. Naja, Toplane sollte eigentlich recht even sein.
wird es nicht viel zu sagen geben. Ist einfach Tank-Topliner. Oh, der Laser macht guten Damage von Fabs. Oh, sehr, sehr schöner Damage hier schon. Hat sich diesmal auch für Loons entschieden. Sagt, ja, so tanky ist ja eigentlich niemand. Oh, ich brauche keinen Diandri und jetzt. Moritz, hol ihn ab! Glacial Prison ist drauf! Und das sollte hier noch bitte der Kill sein. Ulti wird gezogen von Moxis und man kann ihn zonen. Jarvan ist auch da. Muss nur mal so ein bisschen rausstappen und da Zug kommt hittet. Ein wütender Bus. Der Zug, er hat keine Bremsen und er ist hier weiter vorne. Pep Abuser muss hier nochmal mit der Stangraten-Kombo rausgehen. Fabs TP Toplane, ja, hält den Turm. Hat ihn hier sicher. Ich noch eine W ins Gesicht, aber ist nicht allzu schlimm. Allerdings hast du jetzt den Member mit einem Item nicht nur beim Drake dabei. Ist aber in Überzahl. Solltest das hier theoretisch spielen können. Reborn allerdings natürlich noch mit einer Ult ausgestattet. Auch die Zoe bequemt sich jetzt hier runter. Das darfst du nicht machen. Will das Ganze hier turnen. Geht drauf auf Pep Abuser. Der Kataklysm ist nochmal reingegangen. Sehr schöner Featherstorm hier. Reborn schafft es noch rauszukommen. Nein, schafft er nicht. Und das ist der nächste Kill hier für die wunderbar gut aussehende Xayah in den Händen von Ruven, der genau da weitermacht, wo er im ersten Game aufgehört hat. Er holt sich die Kills und Moxis Yakumani droppt hier sehr, sehr low. Und der Infernal Drake, der macht Schaden und muss das Ganze abbrechen. Oder muss man es abbrechen? Die haben das, die Jungs. Die haben das. Die haben das doch bestimmt. Smite ist ab. Zieh wieder raus. Hol dir den Drachen. Geh da wieder raus. Dodge noch schön. Wunderbar. Aber ja, somit hat man sich jetzt hier tatsächlich schon mal den ersten kleinen Lead erarbeiten können. Ja, Fabs aber trotzdem auf der Topline ein bisschen gegrieft, ne? Ist einfach von gegen Garen und upgestept. Hat einfach nicht respektiert, dass es ein Garen ist, der ihn einfach ummäht. Ja, der hat auch einfach mal Ulti gedrückt, ne? Ja, hat einfach mal Ulti gedrückt, ja. Aber der Jarvan Engager gerade am Ende noch ziemlich illegal einfach in 3-4 Leute reingesprungen. Mit einer schönen Ult, aber keinem Follow-up. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, was man gerne unterschätzt, kenne ich natürlich auch aus eigener Erfahrung. Aber also dir geht's einfach rein, weil du es nicht merkst. Das auch, aber du hast halt insane lange Engage-Range und da unterschätzt du gerne mal, wie weit Stealth du da tatsächlich kommst. Stealth muss aufpassen. Du vergisst da alles und jetzt aber trotzdem erstmal der Gank auf der Top-Lane, der Kreisel, der Spin, der diese Masterball, der Junge. Beide am Arbeiten. Yakuda. Da oben, aber ja. Ja, Jakus, wir engagieren das Ganze hier. W, auch TP kommt von Zoe. Dann ist drauf. Ich besser als du, allerdings auch recht tanky. Fabs ist auch da, schön Ult. Starkes Lashes Pissen, um hier die Bubble dann zu denyen. Botlane muss währenddessen auch ein bisschen aufpassen. Und Toplane, ja, viel passiert, aber am Ende des Tages irgendwie doch nichts. Viel passiert, aber nichts mehr rumgekommen. Ja, viel passiert, aber nichts mehr rumgekommen. Wir haben es versucht, sie waren stets bemüht auf beiden Seiten. Sehr, sehr schön aber gespielt, jeweils den eigenen Mate protected. Und somit konnte man auf beiden Seiten dann die Top-Situation deeskalieren. Ja, Game soweit, nicht wirklich ruhig. Ganz in Ordnung, würde ich mal behaupten. Es passiert nicht allzu viel, du hast ein 1000er Gold-Lead, du hast einen Drake dabei, deine beiden Carries sind im Game, also eigentlich alles das, was Pendy so dir haben wollen. Oh, Fabs ist aufpassen, das W fällt. Ja, starker Kataklysmus da auch. Jaku Chaos Storm da. Ist drauf. Schön, Jaku peelt hier die Bubble für Fabs sehr, sehr stark. Und jetzt muss man aufpassen. Kommt man auch da. Ja, man kriegt den Kill hier auf Fabs. Fast Shoot. Sehr stark. Und jetzt kann man da unten weitergehen. Fast Shoot, sehr schöner Feather Storm hier. Man kriegt den nächsten Kill. Yakumani holt Moxis ab und Yakumani macht ein bärenstarkes Spiel. Ist immer absolut genau da, wo er zu sein hat. Wirklich, hands up, this man is performing insane. Also was Yakuda macht, das grenzt doch schon an Ghosting. Er weiß anscheinend immer, wo Pep Abuser ist und kann immer die Ganks beantworten. Und das sieht man jetzt auch, es läuft ganz anders als in Game 1, wo Pep Abuser mit seinem Ivan hier Plays machen konnte und Yaku nie an Ort und Stelle war. Ja, das ist jetzt umgedreht, Yaku 204 und es ist einfach insane. 3k Gold Lead. Du hast deine Lane ahead, es ist Wahnsinn, wie wirklich unterschiedlich auch man einfach gerade im Vergleich zu Game 1 performt. Man nimmt hier dann tatsächlich diesen Mental Boost einfach mit, dass man gerade das erste Game noch gewonnen hat. Man spielt hier sehr, sehr stark auf jeden Fall stärker als mein Sprachzentrum. und ja,
Es sieht sehr, sehr gut aus. Wir hoffen natürlich nicht, dass sie den Arctic Spirit machen oder den Deeps oder wie auch immer wir es nennen wollen. Das Ganze dann nochmal wegwerfen. Allerdings jetzt erstmal wieder der Zug hier gezündet. Sehr schön, Double Knock-Up hittet hier. Fahrstuhl ist da. Und auch noch die nächste Ult drauf. Man hat ja absolut gar keinen Spaß. Alle sind sie da, der Damage connected und Raised wird hier einfach komplett durchgezählt, darf sich nicht bewegen und wird einfach abgeholt. Auch die Xayah kann sich nochmal belohnen mit dem nächsten Kill hier auf den Jarvan, denn mittlerweile steht dieses Midlane-Jungle-Duo 0-6. Genau da, wo du dich aufgehalten hast. Nächste Dive bahnt sich hier jetzt an auf Moxis. Guter Flash. Auf die Ultimate. Kommt er gerade nochmal so raus, aber dadurch kriegt man natürlich hier den Midlane-Turret. Damit ist man offline. Kriegst noch einen Sum dafür. Hast selber nicht wirklich viel investiert. Map ist jetzt offen dadurch. Man kann freier roamen. Man kann da einfach mehr in den gegnerischen Jungle reingehen. Kann für tiefere Vision gehen und damit einfach die Map mehr öffnen, mehr für Plays gehen. Ja, es ist einfach jetzt eine sehr, sehr angenehme Situation für unsere Pensioners. Ja. Worauf ich gerade auch nochmal hinaus wollte. Also du hast permanent um mit hier rumgespielt als Jarvan. Und am Ende gehst du halt nur 6 raus, Mitte Jungle. Das ist natürlich genau nicht das, was du haben wolltest. Aber wie wir schon gesagt haben, Yakumani hat auch immer zur Stelle gewesen. Zusammen mit Fabs das Ganze einfach deutlich besser gespielt. Die andauernd gepunished. Und somit vielleicht hat man jetzt hier den Goldlead. Vielleicht planen sie auch ein Comeback, wie die Pensioners im letzten Game zu machen. Ja, vielleicht haben sie gedacht, das ist ein gutes Strat. Hoffen wir mal, dass diese nicht aufgehen wird. Jetzt auch zum nächsten Drachen. Herald gespawnt. Ja, cool, so tanky. Schauen wir mal. Ja, das ist hier schon auf 1,5 Items. Und du hast dann nicht wirklich Items gegen ihn. Wird natürlich deutlich angenehmer, sobald du der Black Cleaver fertiggestellt hast. Bubble auf Pubs. Ja, wird ja schön protected von Yakumani, der sich dann mit dem Schwein davor stellt. Wir müssen nur hoffen, dass es kein Filet heute gibt. Ja, wäre eher ungünstig. Featherstorm wird hier wieder gezündet. Man kommt hier weg vom Demacia, Junge. Das Schwert erstmal noch nicht im Arctic Carry drin versenkt. Und man kann ihn hier sogar abholen. Garen way too deep, auch raised. Der wirklich heute keinen guten Tag hat, wird hier wieder in den grauen Bildschirm reingeschickt. Fabs geht hier nochmal ein bisschen nach vorne, versuchen wir Pepperbuser zu holen. Der allerdings mit Ghost ausgestattet, viel zu schnell für diesen Victor. Und somit schafft man es jetzt hier auch, den nächsten Hexic Drake sich zu holen. Naja, man hat wieder Narrett gespawnt und er ist direkt geklärt worden. Und ja, man hat einfach bei dem Engage gesehen, die Frontline von den Pensioners ist einfach viel zu tanky. Da kommen sie momentan gar nicht durch und da haben sie einfach einen Fabs und einen Fahrstuhl hinten dran, die einfach insane Damage drücken und da haben sie in den Fights keine Chance. Ja, sehr, sehr stark. Also wirklich eine extremst gute Performance hier von den Pensionären, die mittlerweile fast 5000 Gold ahead sind. Es ist freaking insane, wie stark sie hier aufspielen. Und jetzt kannst du es eigentlich einfach nur noch clean runterspielen. Du musst es nur noch clean runterspielen. Du hast alles in der Hand. Du kannst hier wirklich aus eigener Kraft die D5 hitten. Nochmal zur Erinnerung. Wenn sie dieses Game gewinnen, sind sie in D5. Ich glaube, damit hätte hier keiner gerechnet von vornherein, dass die armen alten Rentner das nochmal schaffen. Aber sie sind gerade wirklich auf dem besten Wege, hier den Aufstieg sicher zu machen. Ja, es wäre schon ein kleines Träumchen für die Rentner, glaube ich, das nochmal zu schaffen. Wie du schon gesagt hast, das sieht sehr gut aus. Ich hab's in jeglichem Chat dann natürlich wieder 2 Wochen lang anhören müssen. Nur 2 Wochen? Also, ja, nur 2 Wochen. Ja, eigentlich schon ein bisschen länger. Na, schauen wir mal, was sich denn hier noch im Spiel weiterentwickeln wird. Nash ist natürlich das nächste Objective der Begierde, was man hier nochmal angehen möchte. Ja, wenn er ist, dass er comebacken will, wie würdest du das am besten an der Stelle machen wollen? Sie müssen wieder irgendwie auf Picks gehen. Ja, aber erstmal hier bei den Gage Prison. TP von Zoll kommt, Fabs auch. Ja. Fabs im Flank. Fabs ist noch in der Flank, aber das wird nicht ausreichen, da noch irgendwas zu machen. Chris einfach hier den Catch auf die Kaiser. Sehr, sehr stark. Ja, gibt's nicht viel dazu zu sagen. Man hat eine schöne Ult hier gefunden auf Reborn. Ja, hat man einfach sich den Kill gesnackt. Ja, sehr, sehr schön. Genau so. Einfach weiter für die Catches gehen. Du hast halt diesmal dieses Sejuani, du hast den Engage und man sieht auch deutlich besser,
irgendwie fühlen sich die Pensioniere, wenn sie Engage haben, auch einfach wohler. Finden immer sehr schöne Engages, müssen nicht warten, bis der Kampf zu ihnen kommt, sondern sie können den Kampf wie immer da ausbrechen lassen, wo sie es genau wollen und fühlen sich, denke ich, einfach damit wohler. Also es sieht mehr nach Confidence einfach aus, was sie gerade machen. Es hat alles Hand und Fuß, sie sind koordiniert, sie wissen, was sie machen wollen, haben ihre Limits. Es sieht einfach wunderschön aus, was sie hier gerade aufspielen. Hand und Fuß und vermutlich schon eine neue Hüfte. Ja, tatsächlich. Ja, hat man gemerkt, denn zum nächsten Sitz ein bisschen spät eigentlich dran. Der ist schon länger ab, ne? Ja. Sollten jetzt langsam versuchen, da um den ein bisschen herumzuspielen. Ja. Kannst natürlich auch sagen, willst du noch auf die Soul warten, wobei das natürlich auch 7 Minuten noch sind, plus minus, plus. Ist dann doch ein bisschen lange, also du willst jetzt die Pressure eigentlich aufbauen, gucken, dass du mit dem nächsten Pick oder einfach einen Teamfight forst und dann für den Nashe gehst. Ja, was ich auch nochmal kurz an der Stelle anmerken möchte, einer ist gestorben bei den Pensionieren, ein Inter hat sich bei ihnen eingefunden, währenddessen Mux ist hier in der Bedrohung, kann sich gerade mal so ausbefallen. Aber absolut kein Damage hier gegen den Yaku. Diese eine Inter, um da nochmal kurz abzuschließen, heißt Paps. Auto nochmal. Gabel auf Melio. Ja. Sehr schön. Man kann es ja weitermachen. Oh, der Laser. Kann noch weiter turnen. Laser ist insane. Flippt man jetzt hier den Nash, ist die Frage, die man sich stellt. Pep Abuser. Ja, will ihn da irgendwie rauszonen? Vielleicht? Ja, nein? Wir wissen es noch nicht ganz genau. Man will das Ding hier flippen. Allerdings, die Standarte nicht mal connected. Ist ein Glück im Endeffekt. Wait, ist die Standarte nicht connected oder hat er eine Kuh von Jakun ins Gesicht gekriegt? Ich weiß es nicht. Ihr habt es nicht gesehen. Oder kann es sein, dass es Lemon Drop Kuh war? Also auf jeden Fall hat er da noch irgendwas. Ist er nicht über die Wand einmal gekommen. Also sehr schön da gemacht. Man kann sich hier den Nash securen. Geht es hier auch die 2 Turrets an. Sehr, sehr schön. Ja, definitiv. Geht jetzt ja weiter noch für den Botside Jungle. Einfach um nochmal Gold zu denyen. Sehr schön. Mittlerweile bist du dann auch 7000 Gold ab. Sehr schön. Gehst auch langsam auf die Soul zu. 15 Sekunden Soul Point. Wirst du hier eigentlich easy nehmen können, außer dass dich irgendwo nochmal catchen. Das sehe ich bisher aber noch nicht. Oh, Steph auch mit dem Heilbreaker. War gar nicht aufgefallen. Ja, der Junge will Sidelane. Auf Sidelane. Ich meine, der Garen kann ja nicht wirklich was gegen ihn machen, also go for it. Ja. Ich habe ja mal ein richtig wildes Zion-Bild gesehen, wo der hat einfach Trinity Force gebaut. Also ja, auch wild. Oh, jetzt haben wir auch Pep Abuser drauf, der wird ja schon mal ein bisschen abgeholt. Ja, besser viel. Als Edo ist aber auch da. Ja, Steph hat aber noch ein bisschen Zeit. So, der sagt so, ja Jungs, wenn ihr so innerhalb der nächsten 2 Minuten auftaucht, wäre ganz cool. Da kommt Jakku. ja, frag mir die Ulti hier. Der Zug ist dann leider gestrandet in der Wand. Währenddessen geht man hier den dritten Drachen an. Frage ist, kommt Pep Abuser da vielleicht nochmal irgendwie drüber? Nein, ist die Antwort. Ui. Lemon Drop. Uiuiuiui. Fällt hier nochmal recht low. Versuche jetzt nochmal gegen zu traden. Flucht nach vorne ist die Devise. Erster Turret ist gefallen. Zweiten Turret lässt man hier in Ruhe. Wird oben rauskommen. Sehr schöner Play hier auch nochmal von AS. Das Beste aus der Situation gemacht. Nochmal ein bisschen Gold zumindest in die Kassen hier bekommen. Aber ja, wir müssen natürlich auch drauf schauen. Hextech Soul steht hier in 4,5 Minuten auf dem Plan für die Pensionäre. Ja, und Hextech Soul, ja, eine sehr, sehr starke Dragon Soul. Kriegt er nochmal Slows mit, dann kommen die einzelnen Mitglieder von Arctic Spirit nicht mehr aus dem Fight raus. Da sollte man sie einfach runterrennen können. Ja. Sollte man jetzt eigentlich also, auch schon. Jetzt rennst du sie wahrscheinlich auch schon runter, aber dann nochmal ein bisschen mehr. Gold mittlerweile drückend und ja, Arctic Spirit hat hier noch nicht so wirklich irgendwie einen Weg gefunden, wo sie sagen, hey, das ist jetzt so unsere Comeback-Mechanik, das versuchen wir jetzt irgendwie durchzuspielen, irgendwie Picks zu finden oder so, sondern es ist dann doch relativ passiv, was sie versuchen. Und hoffen hier so ein bisschen auf die Fehler vielleicht auch von den Pensionären, die allerdings das Ganze so gut wie flawless hier bisher weiterspielen und über die Bühne bringen. Also sie haben einfach gerade ein cleanes Makro, bewegen sich viel zum Objective hin, sind meistens zuerst da oder wenn sie nicht zuerst da sind, kriegen sie Arctic Spirit nochmal rausgedrückt. Und da gibt es dann ziemlich wenig Spielraum. Außerdem ist auch immer Sideline Pressure da.
Von dem Sion. Ja. Mit dem Heartbreaker, wie du schon angesprochen hast. Der hat auch extrem viele Möglichkeiten. So, oh, Farbs hat Bock. Kann ich nicht respektieren. Farbs hat richtig Chaos Storm. Bock. Chaos Storm. Into Grace Green. Sehr, sehr stark hier. Farbs deutlich besser auch einfach aufgestellt. Hat hier drei Items schon fertig. Ah, Jaku, wir misst hier gerade so. Special Prison Range nicht ganz ausgereicht. Ansonsten hätte man hier definitiv noch den Getroffenen abholen können. Sagst du so, der Hintern ist eingefroren. Ah, der Hintern, man hat zumindest schon mal so das Eis so gespürt, definitiv. Ja, es war auf jeden Fall ganz schön kalt auf einmal. Ja. Ja, erschreckt man sich dann auch mal ganz schnell. Aber währenddessen spielt man das hier sehr schön aus. Rufen Take the Tower. Marco. Ja, ist halt ein Tankrufen, ne? Der Garrett streichelt den Sion. Ja, macht beide nicht wirklich viel in die jeweilige Richtung, also ist irgendwer irgendwen tötet. Boah, Alter, was ist falsch. Ja. Also wenn da ein Solo-Bolo passiert, weiß ich nicht. Ja. Dann muss da irgendwas ganz gewaltig schiefgelaufen sein. Oder sie haben für 17 Minuten gefightet. Ja, sind schon in Game 3 quasi. Rest ist schon bei der Nachbesprechung. Stealth auch schon mit 500 Hardsteel-Stacks am Start. Es stackt sich, ne? W kriegt HP, Hardsteel. Und damit kriegt er auch noch mehr Damage. Also wenn der, glaube ich, mal auf der Kaiser steht, ist sie ganz schnell weg. Ja, gut, einmal noch natürlich mit dem Sunfire hier im Chat gerade. Das vermisse ich auch tatsächlich so ein bisschen. Weil man sagen kann, ja, brauchst halt einfach Competitivity, bist halt einfach tanky und scheiß drauf, so, ne? Ist auch eine Möglichkeit. Ja, du sagst, das ist anderes gerade ein bisschen mehr von der Value einfach da. Was ist trotzdem etwas überraschend. Oh, Pabst! Oh, Pabst, sehr starker Damage hier und jetzt muss flashen. Hier so ein bisschen der Time zu scheinen für Arctic Spirit. Ja, kommt man das raus. Das kriegen sie heute nicht mehr. Aber, ja, Bubble. Man kommt erstmal raus. Allerdings ist man low und muss jetzt hier so ein bisschen Position aufgeben. 28 auf Nash, 1 Minute auf Drake. Man kann nochmal resetten. Oh. Sehr starker Damage. Und so langsam, die Zoe ist auf 2 Items. Hat sehr viel Pen dabei auch. Also wirklich maximal am Pen, was irgendwie geht. Und so langsam tut das weh. Ja, was ich eben noch kurz sagen wollte. Oh, never mind. Ja, man fightet hier weiter. Stealth soll hier angegangen werden. Yakomani wird ebenfalls damit eingesperrt. Ja, Stealth! Der reicht noch nicht aus. Stealth ist mittlerweile aber low. Jetzt hat er ihn abbekommen. Noch hinterher. Ja, Yakomani muss jetzt ein bisschen aufpassen. Fabs geht auch noch hinterher, aber man hat hier Jungle für Toplane getradet. Und prinzipiell, wenn das Objective gleich ab ist, ist das erstmal besser für das Team, was den Toplaner verloren hat. Also ja, du kannst hier entweder gleich die Soul einfach nehmen, was du, denke ich mal, machen solltest, oder du nimmst dir vorher den Nash mit. Du nimmst den Nash noch voll mit. Ja. Es gibt dir den Nash auf. Hofft, dass sie irgendwie die Soul contesten können. Somit hast du hier den Free Nash für die Pensionäre. Da kommen schon die Pings zum Drake. Er hat jetzt doch den Smite für den Dragon noch. Frage ist, ob sie gut dahin kommt. Stealth noch 10 Sekunden tot, hat aber TP ab. Ult ist auch noch da. Also sind als erstes beim Dragon Pit. Das sollte doch eigentlich die Dragon Soul dann werden. TP von Stealth auf den Ward. Er ist jetzt in allen drin. Ja, und der kann ja halt zonen. Das ist der Punkt. Währenddessen Dragon hat man sich genommen. Schon mal die Dragon Soul rausgenommen. Yaku jumpt hier rüber, Stealth wird hier abgeholt. Aber das heißt auch, dem Marcia ist ein Cooldown und jetzt kannst du kommen. Alter, was? Reborn versucht es nochmal irgendwie nach vorne zu turnen. Währenddessen allerdings die Federn, sie werden rausgezogen. Man geht hier immer weiter nach vorne. Ray ist ebenfalls abgeholt worden. Pep-Abuser versucht hier nochmal nach vorne das zu kommen. Das ist das Game. Double Kill für Triple Kill sogar für Fahrstuhl. Schöner Flash. Yaku, der Flash ja nochmal aggressiv nach vorne. Männlich auf jeden Fall. Aber kriegt den Stun nicht durch. Man tippt hier auf die Botlane. Dort hat man eine Wave. Dort will man jetzt durchgehen. 20 Sekunden sind hier noch auf Reborn. Game wird es noch nicht sein. Man wird ja schon mal versuchen, auf jeden Fall den Inhib zu bekommen. Maybe oh, sogar Double Inhib. Fabs Damage. Ja, Fabs Damage ist auf jeden Fall not bad, I would say. Jetzt kriegt man hier noch den Inhib. Ja, geht man jetzt hier nochmal nach vorne weiter. Kriegst den nächsten Tower. Ja, Double Inhib. Kann man, will man jetzt die Greedy schauen? Geht man noch hoch, spielt man es clean oder ist man greedy? Das ist jetzt die Frage des Tages. 11.500 Gold ist man jetzt auch ahead. Man entscheidet sich für den sicheren Weg.
Ich glaube, wenn man direkt in die Mitte oder auf die Botlane läuft und zu fünft einfach da pusht, kann man das Game enden. Aber ja, wie gesagt, sicherer Weg. Okay, Entscheidung. Aber was ich ganz am Anfang eigentlich schon sagen wollte, Stealth anscheinend nicht so ein Sunfire-Fan. Ja, definitiv nicht. Sunfire brauche ich nicht. Ist er vielleicht auch nicht so der Freund des Feuers? Ah, Yakumani, jetzt hier so ein bisschen in der Bedulie, kriegt man da noch was raus, aber jetzt muss besser als du Sion aufpassen, Ult. Denn definitiv, er ist nicht besser als du, sondern du bist besser als er und damit Yakumani hier mit dem nächsten Kill, Double-Kill wieder für Rufo und das sollte doch bitte das Game sein. Reborn lässt die Lemon Drop nochmal kurz aufplatzen, allerdings Fabs sagt, okay, was du kannst, kann ich schon lange, lässt hier nochmal kurz Reborn aufplatzen. Und damit hast du jetzt 4 zu 1. Zoe gegen alle. Zoe hat aber absolut keinen Schaden. Der Flash. Und damit, ja, kannst du dieses Game wahrscheinlich closen. Die Div 5, sie hat angeklingelt. Man ist am Telefon dran. Man muss diesen Hörer jetzt einfach nur noch abnehmen. 2 Nexus-Turrets stören einen hier noch. Trennen einen hier von der Div 5, von dem großen Traum der Rentner. Und sie müssen nur noch auf diesen Nexus einhauen. Und das ist Div 5 für die Pensionäre. Go! Geh! Was ein Game, sie waren von Anfang an im Driver-Seat hier, haben sich das Game, den Win, nicht mehr nehmen lassen. Und ja, man sieht es beim Damage-Graph nochmal, jeder war eigentlich dabei. Fabs und Fastshot mit 21k Damage, Stealth mit 70k, da sieht man einfach, wie sich auf der Top-Line auf die Mütze gegeben wurde. Imagine, er hätte Sunfire gehabt. Imagine, er hätte Sunfire gehabt. True. Aber ja, sehr, sehr starkes Game von den Rentnern hier an der Stelle und verdienter 2-0-Victory, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wobei Game 1 war dazu verdient, weiß ich nicht. Game 1, ja, also was heißt nicht verdient? Also ja, du bist extrem doll behind gefallen. Allerdings, wenn du das Ding nicht ja, durchbekommst, ist dann ja auch irgendwo dann doch verdient, weil du es halt schaffst zu comebacken, ne? Falls ihr Interview wollt, bin ich euer Mann. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, wer zum Fick ist Oliver Schrupp? Wir dürfen uns aussuchen, sagt Fabs. Wen wollen wir uns denn holen? Oder Chat, wen wollt ihr hören? Ja, dann kommen wir mal kurz im Chat. Wen wollt ihr haben? Jungle von AS. Lol. Wird erst auf Fabs gecallt von Ruben. Okay, nehmen wir einfach den Fabs dann. Mal gespannt, was schneller ist, ihn hochziehen oder dass er hochkommt. Okay, mit AS, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich weiß nicht, ob du bei uns den Discord tatsächlich hast. Wenn ihr gerne ins Interview wollt, können wir da tatsächlich schauen, dass wir das danach gleich noch anschließend machen. Ja, aber jetzt ist erstmal Fabs da. Hallo so, zusammen. Da haben wir den Fabs. GG, Glückwunsch zu Div 5, mein Süßen. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Keiner hat dran geglaubt, wir selber auch nicht. Ja, Dustin, Game 1 hat das niemand gesehen, ja. Ja, Dustin hat uns in der ersten Prep den 4. oder 5. Platz gegeben. Im Recast, wo er nochmal die Teams angeschaut hat, hat gesagt, maximal 3. Platz. Was ist das dann? Der Aufstieg. Aber wir haben es ganz schön spannend gemacht bei dem ersten Game. Habt ihr kurz die Kaiser gehabt, aber wieso seid ihr dann doch auf die Xayah gegangen? Tatsächlich ist halt Xayah einfach super Comfort für Ruven. Im Endeffekt, bei dem sein Positioning braucht er halt diesen Ultimate Security Spell häufig. Hat man auch gesehen. Nein, Spaß beiseite, es war super stark. Xayah ja einer der Champions, die nicht unbedingt auf Gelfos angewiesen ist, mit Navoris. Dementsprechend ein Mythic, was nicht angetouched wurde. Kaiser sind wir super confident. Tatsächlich. Haben uns dafür entschieden, dass wir, weil wir Double Frontline picken wollten, was wir auch gemacht haben im Endeffekt, die Xayah einfach ein Stück besser ist, weil Kaiser häufig in die Backline dived. Wir hatten kein klares Backline Dive Potential und wollten eben Front-to-Back spielen im Endeffekt. Wir haben damit gerechnet, dass der Malphite rausgenommen wird und dementsprechend haben wir uns dann für die Xayah entschieden, für ein besseres Front-to-Back, auch in Kombination mit dem Viktor, weil wir wissen ja, wie es ist, wenn die Kaiser in die Backline dived und da ist niemand nebendran, dann kann es schwierig werden, wird gebürstet und ist ein toter ADC. Ja, hat auch ganz gut funktioniert. Das auf jeden Fall. Ich habe mir auch noch mal so ein, zwei Sachen notiert. So, das erste ist natürlich, Ivan, hattet ihr den auf dem Schirm? Falls nein, habt ihr damit gerechnet, auch wo der dann eingeloggt wurde, dass der so viel Alarm im Early Game macht?
Also wir hatten ihn semi auf dem Schirm. Also war, okay, gut, wenn er kommt, ist genervte Version, ist nervig, aber der Typ ist halt, glaube ich, dein höchster Spieler. Hm. Wenn ich jetzt, nee. Vergiss es. Ah, doch. Warte, das war... Wer war das? Nee. Ich weiß gerade nicht, wer war Midlane? Wer ist Jungle? Pep Abuser. Nee, ist nicht der höchste Spieler. Pep Abuser, ja. Nee. Hat aber ziemlich viele Ivan-Games. Wir haben auch einen Ivan-Toplane erwartet, also als er gepickt wurde. Tatsächlich... Ivan ist halt nervig zum Gegenspielen, da haben wir wenig Practice drauf. Gegen uns spielst du ja meistens auch nur einen Tank, wenn wir gegeneinander scrimmen, JSOP. Deswegen schwierig, den Champion zu practicen, dass der so ins Rollen kommt, liegt, glaube ich, daran, dass unsere Botlane Scheunenklappen auf hatten und halt die Calls nicht gehört haben und dann gab es halt Action-Maction. Ja. Und ja, der kam halt gut ins Rollen, war super gefeedet, gerade mit seinem Mythic. Der macht halt einfach Schaden, das ist halt hoher Base-Damage. Hat Trouble gemacht, aber man hat ganz genau gesehen, was im ersten Game praktisch abging. Und da hat man halt einfach das ausgesessen in dem Moment. Ja, also ja, wir hatten zwischenzeitlich ja fast die 10.000er-Marke. Ihr habt sie aber immer ganz knapp darunter gehalten. Habt ein, zwei schöne Comebacks gefunden, dann wieder das ein oder andere Int gehabt, ein Play gehabt. Auf der Top-Lane hatten wir noch so ein Play, das sehr, sehr fragwürdig war, wo Stealth eigentlich mit der Blastgun schon draußen war, sich dann aber entschieden hat, mit der Blastgun nochmal reinzujumpen, weil er gesehen hat, hey, da kommen ja die HC-Stacks ab, rein da, allerdings abgeholt wird und dann du auch nochmal wie so ein Wahnsinniger nach oben gelaufen bist, den Turret da nochmal protecten wolltest. Haben wir so ein bisschen Miscommunication oder was war da los? Also tatsächlich, ich wollte es halten, ich glaube, ich kann es auch halten. Wenn mich die Nautilus Ultimate nicht out of Tower Range trifft. Ich habe den Nautilus ein bisschen weiter hinten erwartet. Ich glaube, der hat sich an die Wand geguckt oder irgendwas. Oder, weiß gar nicht, oder Moby Boots. Er war auf jeden Fall viel zu schnell da oben. Ich habe nicht damit gerechnet. Nautilus Ultimate war noch ab und haben sie mich halt außerhalb der Tower Range getowerdived. Ja. War halt gut gespielt in dem Moment. Aber ja, Stealth im ersten Game ein paar Mal abgeholt, wurde viel Attention drauf gelegt, gerade oftmals mit 3-4 Mann waren sie dann oben Genau. War für ihn kein leichtes Game. Im Endeffekt, glaube ich, war im ersten Game so ein bisschen Rückhalt, dass die Cassio wirklich nicht gut im Game war und nicht gut gespielt hat auch. Sehr wenig Schaden gemacht, war eigentlich kein Threat, war eigentlich nur die Kaiser und halt die Ivern-Schilde im Endeffekt. Und natürlich halt auch, also 5 AP zu draften, das schreit halt schon irgendwie nach ein bisschen MR-Stacking, was wir dann auch gemacht haben. Und ich glaube, ab dem Punkt, wo dann auch Yaku seine 1-2 MR-Items im Inventar hatte, Stealth sein drittes zum vierten hatte, waren die Fights langsam halt einfach so, dass wir, also Rufen und ich, so gefeedet waren, so stark waren im Game, dass die einzige Frontline direkt geplatzt ist auf Sejuani. Ja. Und das war dann, glaube ich, so irgendwann der Winning Point dann für uns. Sie hatten keinen klaren Engage, sie konnten nicht Tower-Diven irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und wir hatten guten Wave-Clear und ich glaube, wir haben es gesieged, wir haben es uns unnötig schwer gemacht. Wir sind viel zu häufig gestorben. Ich glaube, die hatten 6 Kills in den ersten 3 Minuten auf Top-Spotlane gefarmt inzwischen. Ich war auch ein bisschen sauer in dem Moment. Aber wir haben es schon gedacht. Ja, ich war brutal sauer, wirklich. Aber ja, jetzt noch kurz, um auf das Offensichtliche sprechen zu kommen. Ja. Der Penta, der versuchte. Was ist da so im Team abgegangen? Anne war voll dafür, als Lemon Drop. Das machen wir. Und ich habe Ruben nur angeschrien, du kommst jetzt her. Und dann stirbt der Bodo auch noch oben. Oh, war ich sauer. Wirklich, ich war so sauer. Das war ein Free Nash Call. Und wir hätten das Game unnötig schwer gemacht dadurch. Das stimmt. Weil der Einzige bleiben will mit Pentakills in dem Team, ne? Das kommt dazu. Hat aber für eine sehr lustige Situation im Cast gesorgt. Ja, also ich muss sagen, also das war mit einer der größten In-Calls, die ich je in meinem Leben gesehen habe, glaube ich. Also du hast gerade die Möglichkeit, even zu gehen und dann rennen sie da wie die größten Vollidioten. Dann den Pentakill hinterher und schaffen es tatsächlich nicht mal, den zu securen. So, man gibt noch einen 600er Shutdown auf die Kaiser. Es ist schon insane gewesen. Aber ja, am Ende hat man dann doch die Teamfights besser gespielt und hat es geschafft. Und ja, am Ende gewinnt man dann das Game aus irgendwelchen Gründen dann doch, weil man die Teamfights besser gespielt hat, vielleicht eins mal besser positioniert war, koordinierter war. Und wie war nach diesem Win bei euch die Stimmung? Was war da los? Wie laut wart ihr? Die war hyped. Die war giga-hyped. Ich meine, das Game stand 7-mal auf der Kippe. Wir haben dann irgendwann einfach gesagt, die müssen deathballen, dann haben die keine Chance, was faktisch der Fall war. Und dann war die Stimmung hoch. Stealth sich direkt sein viertes Bierchen geholt gefühlt. und ja, dann waren wir tatsächlich
kurz super hyped und dann wieder direkt fokussiert. Also habe ich tatsächlich in meinem Team noch nie erlebt, dass wir ins zweite Game so fokussiert starten. Also wer uns kennt, wir sind die prädestinierten 1-1-Spieler, egal gegen wen. Gegen den ersten Platz und gegen den letzten Platz spielen wir 1-1. So, das ist unser Ding, weil wir im ersten Game gut spielen, im zweiten nicht. Diesmal war es andersrum tatsächlich. Ja, würde ich so unterschreiben, dann im ersten Game noch gefangen bekommen und dann, wenn wir zum zweiten Game gehen, auch einen Eiwandbann genommen. Hast ja eben schon angesprochen, war einfach stark im Spiel drin. Aber dann würde ich mal behaupten, kleiner MVP gerade auch für die Midlane war Yaku, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war gecallt, also ich will jetzt keine fremde Orga-Shit talken, aber der hat auf Cassio schon super unconfident ausgesehen. Sein Mostplayed ist Zoe, hat er zwar in der Prime League gepickt, da war er jetzt auch nicht unbedingt der Game-Changing Point. Also haben wir uns entschieden, auch wenn es nicht unbedingt das beste Lane-Matchup ist, den Viktor zu picken, der hat guten Wave-Clear, kann diese Roams von Zoe gut verhindern. Und haben auch gesagt, gut, der muss auf Zoe aggressiv spielen, der muss für den Push mit seinem Gesicht reingehen. Der kann mich 1 gegen 1en, bis zu 2 bis 3 Items, also das auf jeden Fall, gerade wenn er dann mal Sleep Bubble trifft. Also habe ich einfach gecallt, gut, scheiß auf Botlane, die pushen eh, kannst du reinschauen. Stealth Pick umtankt. Wir haben sehr, sehr viel kommuniziert gerade. Wie sind die Wave States? Wie sind die Slow Pushes? Gibt es da einen Engel? Wann werde ich gegankt? Man hat es, glaube ich, gesehen: Jaku hat 3-mal countergankt. War halt basically schon 30 Sekunden davor gecallt, dass der Jarvan gleich around sein wird. Ich habe Slow Push. Und er hat es unfassbar gut umgespielt. Ohne großartig CS zu droppen, muss man auch sagen. Und dann ist das passiert, wenn jemand Zoe pickt und nicht ins Snowballen kommt, dass man diesen Champion halt praktisch nicht wahrgenommen hat, bis zum zweiten Item effektiv. Also bis zum ersten Item war das ja ein bisschen gekitzelt, es wurde immer wieder gepoked, aber mit dem Voidstaff war das schon scary, hat schon Schaden gemacht, aber es reicht halt bei Far nicht, um irgendwas Tankiges umzubringen und selbst für einen Backliner hat es nicht gereicht. Ja. Definitiv. Ja, am Ende fragt man sich dann natürlich, warum nicht gleich so auch im ersten Game? War es vielleicht auch so ein Ding, im zweiten Game hattet ihr ein bisschen mehr Engage, im ersten war es ja so, ihr wartet darauf, dass der Engage zu euch kommt, dass der Fight zu euch kommt. Habt ihr euch da im zweiten Game so von der Comp her einfach mehr confident gefühlt oder war es dann einfach so dieser Mental Boost auch aus dem ersten Game und dass man dann auch sehr früh dann tatsächlich ahead gekommen ist und einfach, ja, komplett confident reingegangen ist? Ich glaube, eine Mischung aus allem. Also grundsätzlich ist es natürlich eine Comp zum Engagen zu picken, ist sehr viel eindimensionaler, wenn ihr kommt zum Engagen lassen. Wir wussten ja, worauf wir uns im ersten Game einlassen mit dem Draft, auch dass wir den Sion priorisiert haben, anstatt eben den Malphite, der umgebannt war. Liegt halt daran, dass wir gesagt haben, gut, die haben halt schon ein scary Disengage-Team, als Malphite solo in Ivan, Cassio rein zu engagen, tut weh, wollen wir nicht machen. Ja, das war dann halt praktisch das eine. Und dann zum anderen haben die Gegner halt auch irgendwie keinen klaren Engage gefunden. Die haben sehr gut rumgetänzelt. Hatten selber ja auch keinen klaren Engage. Das hat es ein bisschen schwieriger gemacht, gerade mit dem Ivan hinten dran, mit den Schilden. Aber dann irgendwann waren sie im Moment, dass sie gemerkt haben, fuck, wir sind komplett outscaled worden oder wir werden gerade outscaled. Wir müssen halt rein. Und dann ist halt das ganz große Problem an der Solo-Frontline Sejuani, die ist halt einfach geplatzt durch die Trundle-Ultimate. Deswegen auch die Adaption wahrscheinlich mit dem Trundle-Bann. Und dann natürlich, muss man ganz klar sagen, haben wir extrem getankt gehabt. Wir hatten dann richtig Bock, wir waren super hyped, wir waren super konzentriert. Ich glaube, waren wir jemals auf einer Lane außer Top-Lane behind? Ich glaube nicht. Nee. Wobei, kurz also auf kann Bot-Lane sein am Anfang, ja, von Farm-wise so, ja, aber. Ja, die ersten paar Minuten, das liegt aber kaum geschuldet. Ich meine, im Endeffekt, der Jarvan hat ja auch das ganze Game nichts gemacht, außer irgendwie 7-mal Midlane zu linsen, hat einmal meinen Flash geholt und die anderen Mal haben wir Kill geholt dafür. Ja. Das war halt, wir hatten ein sehr gutes Zwischengame. Anne hat extrem viel Wards gemacht und Jaku hat einen extrem geilen Job gemacht in der Series. Und auch Ruven hat endlich mal die Rechtsklick-Taste gefunden, muss man ganz klar sagen. Also, er hat seinen Most Comfort Champion bekommen. Oder einen Attack-Move. Ja, also, er hat auf jeden Fall seinen Most Comfort Champion bekommen und hat richtig abgeliefert, die komplette Series. Also. Ja. Ja, hat auf jeden Fall stark performt aus Xayah, definitiv. Ich würde aber sagen, dass das sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss waren und werde dich entlassen zu deinem Team. Wir haben nämlich noch einen anderen Interview-Partner jetzt hier. Wenn das hier funktioniert. Er ist schon auf dem Server drauf. Er ist schon auf dem Server drauf. Kriegen jetzt auch den Jungler von Arctic Spirit her. Erstmal, Fabs, danke fürs Interview und jetzt geh doch mit deinen Jungs schön feiern. Vielen Dank. Jo, ich gehe schon auf. GG Wellblade und Arctic Spirit hat sehr viel Game gemacht, sehr viel Bock gemacht, die Series gern wieder. Dann, ja, okay, er ist weg.
Und tschüss. Und dann würde ich sagen, move jetzt den guten Jungler von Arctic Spirit. Mhm. So, hallöchen. Erstmal, ja, hi, was geht? Erstmal danke, dass du dich dazu freiwillig geklärt hast, dir noch zum Interview zu kommen nach so einer Series. Oh, sehr gerne. Immer wieder gerne. Ja, Game 1 war vermutlich ein sehr, sehr mental draining Game für euch. Seid ihr stark ahead gekommen, gerade auch durch Stein Ivan? Ja, geht halt sehr hart aufs Mental, wenn du halt 10k ahead bist und dann halt ein paar Makro-Entscheidungen triffst, die halt nicht gut waren. Also straight up, wenn wir das smarter spielen, dann können wir vielleicht das auch schneller in unsere Richtung lenken und halt auch versuchen, irgendwie das zu gewinnen, aber bringt jetzt auch nichts, hier irgendwie so irgendwie irgendwas so in Community zu reden, aber die haben gut das Ding rausgezögert, wir konnten halt nicht diven, der Sign war eine sehr gute Antwort auf Daisy, da konnten wir halt gar nichts machen denn irgendwann, weil der wurde dann immer weggekickt, heißt ich konnte weder mit Ivan halt Zaya oder Victor bedrohen, der Trundle hat halt immer gut die Sage rausgenommen und auch unser Fokus war, also halt unser Team-Fokus war auch nicht so on point, wie er sein sollte. Wir haben halt ein super gutes Early-Game gespielt und dann haben wir halt im Mid-Game super nachgelassen. Und das hat uns halt am Ende das Game gecrossed leider und das ging dann halt auch sehr hart aufs Mental. Ja, ist, denke ich mal, auch verständlich auf jeden Fall, wenn man schon wirklich alles in der Hand gehabt hat. Für euch war es ja auch von vornherein klar. Gut, gewinnen wir ja eins von beiden Games, sind wir in der 5. Pensioniere natürlich da in einer bisschen schwereren Ausgangslage gewesen, mussten 2 Games holen. Ja, nach so einem ersten Game, wo ihr wirklich stark aufgespielt habt, die Pensioniere da wirklich nur mit Mühe und Not irgendwie noch dran kamen und vielleicht auch so über 1-2 kleine individuelle Fehler sich dann da zurückgekämpft haben, man das Game dann leider noch aus der Hand gibt, natürlich aus eurer Sicht. Ja, wie geht man dann so in so ein Game 2 rein? Hat man es geschafft, dann mental nochmal das Ganze zu resetten oder war das erste Game dann doch noch so ein bisschen in den Knochen, wo man dann ins zweite Game reingegangen ist? Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass halt im zweiten Game halt ein bisschen Luft raus war, weil wir haben wieder einen schlechten Draft gemacht, wir haben wieder nicht hinbekommen, unser Early Game Plan durchzuziehen. Wir wollten halt die Zoe Head machen, bringen und das Problem war dann halt, dass die Seju sehr gut around Mitte gespielt hat, dass wir halt nichts machen konnten, wirklich, die Zoe nicht ahead gekommen ist, dadurch halt auch großer Plan in unserem Game nicht aufgegangen ist, wir konnten die Tauern wieder halt nicht einreißen. War das Problem. Und wir haben, wie soll ich sagen, halt dann versucht ein bisschen zu adaptieren, dass wir vielleicht Botlane was machen können. Mhm. Aber hat dann auch nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Und dann war das Game halt irgendwann in so einem State, wo es so 1-12 stand, dass wir halt wirklich nichts mehr machen können. Ja. Also da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war man einfach wirklich mit dem Rücken an der Wand und dann wird es halt sehr, sehr schwierig, das irgendwie aus eigener Kraft noch zu schaffen. Klar, man kann vielleicht über insanes Makro auf, weiß ich nicht, LC-Niveau das vielleicht noch irgendwie schaffen. Aber ja, meistens wird es ja schwierig. Habt euch aber trotzdem nicht aufgegeben, habt da immer wieder versucht, irgendwo was hinzubekommen. Vielleicht nochmal da einen Pick zu finden, da irgendwie das was noch zu forcen. Am Ende des Tages hat es leider nicht gereicht für euch. Das heißt jetzt auch, auch die Träume, sage ich mal, von The 5 sind leider geplatzt. Wie enttäuscht seid ihr da oder seid ihr schon drin? Okay, ist egal, Jungs, wir haben trotzdem guten Split gespielt. Wir hatten gute Performances, wir waren so nah dran. Nächsten Split gehen wir rein, nächsten Split holen wir uns die The 5. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber für mich ist das jetzt noch mehr Ansporn, nächste Saison The 5 zu holen. Und wir waren halt jetzt noch nicht ready dafür und ich glaube auch, hätten wir jetzt irgendwie ein 1-1 geholt, dann wären wir wahrscheinlich in der 5 auch relativ, sagen wir klanglos, einfach wieder abgestiegen. Und wir haben jetzt eins mit mehr Zeit, uns als Team zu finden, wie wir spielen wollen. Main Toplaner zu finden. Wir haben nämlich jetzt die letzten 4 Spiele, glaube ich, mit Substitute gespielt, weil bei uns einer geliefert ist. Mhm. Und wir brauchen halt einen Toplaner. Und wenn wir halt alles so schaffen wie wir wollen, können wir, glaube ich, nächstes Split wieder voll angreifen und halt wieder auf der 5 spielen und hoffentlich auch dann, wenn der Aufstieg gelingt, halt auch in der 5 mitspielen können. Ja, dann wünschen wir euch da auf jeden Fall viel Erfolg, sowohl bei der Suche als natürlich auch im nächsten Split. Und vielen Dank da nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, hier nochmal auch nach so einer Series ins Interview zu kommen.
Und dir einen schönen Abend noch. Und jo, euch auch. Dem Team. Und an der Stelle natürlich auch nochmal ein Shoutout an Arctic. Und ja, vielen Dank. GG an euch. Schönen Abend noch. Ciao. Ebenso, ciao. Und ja, mit den Interviews würde ich sagen, schließen wir dann diesen Stream hier ab. Wir haben es geschafft, der Aufstieg von Pensioneer ist gemeistert. War eine Banger-Partie. Gerne nochmal Wort dann nachschauen. Und ja, Jonas, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, viel Erfolg auf jeden Fall den Pensionären in The 5. Waren Banger Games, vor allem das erste Game war, glaube ich, mein absolutes Highlight der Woche. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.